Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Anhörung an diesem etwas tristen Novembertag. Aber wir haben die Rollos schon runtergeholt. Die Anhörung kann nur zur allgemeinen Mutsbesserung oder Stimmungsbesserung beitragen. Zunächst möchte ich, hätte ich fast gesagt, die parlamentarische Staatssekretärin ist noch nicht da, wird begrüßt, wenn sie kommt. Gegenstand unserer heutigen Anhörung sind die folgenden Vorlagen. Erstens Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung, das Qualifizierungschancengesetz, Drucksache 19/4948. Dann Antrag der Fraktion der FDP, die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen, Drucksache 19/4213. Und der Antrag der Fraktion Die Linke, aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen, Qualifizierung ausweiten und Arbeitslosenversicherung stärken, Drucksache 19/5524. Ebenfalls liegt Ihnen eine Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Ausschussdrucksache 19/11212 neu vor. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen sind auf Ausschussdrucksache 19/11223 zusammengefasst. Von Ihnen, den hier anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und von den Einzelsachverständigen wollen wir heute hören, wie Sie die Vorlage beurteilen. Dazu noch einige Erläuterungen, wie die Anhörung vonstatten geht. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage. Das heißt also, eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten geben wird. Hier können die Fragen aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie dafür einzeln auf. Vom DGB Frau Nadine Absenger und Herr Johannes Jakob. Von der IG Metall, Herr Jörg Hofmann. Von der Bundesagentur für Arbeit, die Herren Horst Armbrüster und Friedhelm Siepe. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herr Dr. Jürgen Wuttke und Herr Roland Wolf. Vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Herrn Privatdozenten Dr. Thomas Kruppe. Vom Deutschen Bauernverband, Frau Nicole Spieß. Vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Gesamtverband e.V., Frau Tina Hofmann. Und als Einzelsachverständigen heiße ich herzlich willkommen Frau Christina Stienen und Herrn Dr. Thomas Hartung. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an die oder den die Frage gerichtet ist. Ich bitte nun die Mitglieder der CDU, CSU, wen habe ich nicht begrüßt? Herr Professor Rixen, wie konnte mir das passieren? Ich begrüße Herrn Professor Rixen. Das ist ein sehr berechtigter Einwand vom Sekretariat. Sorry. Genau, ich bitte nun den Mitgliedern der CDU-CSU-Fraktion, ihre Fragen zu stellen. Als erstes hat sich Herr Weiß gemeldet. Herr Weiß, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Frau Spieß, Sie dürfen den Bauernverband heute vertreten. In dem Gesetz befindet sich ja die jetzt dauerhafte Verlängerung des Zeitraums für die kurzfristige Beschäftigung auf 70 Tage. Und da wollen wir zusätzlich, nachdem das Bundesverfassungsgericht entsprechend geurteilt hat, anhängen die Veränderung bei der Hofabgabeklausel in der Landwirtschaft Alterskasse. Wie beurteilen Sie die beiden Regelungen? Also zur 70-Tage-Regelung ist festzustellen, dass der Deutsche Bauernverband diese Entfristung der Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse sehr begrüßt. Diese höheren Zeitgrenzen waren mit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zur Verhinderung negativer Auswirkungen im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau eingeführt worden. Wir haben festgestellt, dass in den letzten Jahren vor allem Sonderkulturbetriebe weiterhin erhebliche Probleme mit den höheren Lohnkosten aufgrund des Mindestlohnes haben. Das wird auch nicht besser, wenn man sich die stetig steigenden Mindestlöhne betrachtet.
Darüber hinaus gibt es zunehmend Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit von Saisonarbeitskräften. Das würde sich bei der Rückkehr zu den alten Zeitgrenzen noch verstärken. Insofern ist diese Entfristung der Zeitgrenzen dringend geboten. Sie ist aus unserer Sicht auch aus angemessen. Die Einführung dieser Zeitgrenzen, dieser verlängerten bestandenen Gedenken, nämlich dass es zu einer Zunahme der Anzahl kurzfristiger Beschäftigungen kommen wird, hat sich nicht realisiert. Das belegen Daten der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee ebenso wie der von der Bundesagentur für Arbeit. Im Gegenteil, die Zahlen sind tendenziell eher rückläufig, was geringfügige kurzfristige Beschäftigungen anbelangt. Auch für die betroffenen Arbeitnehmer sind diese Regelungen gar nicht so nachteilig, wie oftmals zu vernehmen ist. Sie nehmen, häufig aus dem Ausland stammend, ihren Bruttolohn netto mit nach Hause. Während der Beschäftigung in Deutschland sind sie ausreichend sozial abgesichert. Es bestehen regelmäßig private Krankenversicherungen für diese Arbeitnehmer. Sie sind in der gesetzlichen Unfallversicherung bei der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft abgesichert. Nur bei der Rente gibt es zugegebenerweise Nachteile. Diese halten sich aber im Hinblick darauf, dass diese Beschäftigungen auf 3 Monate begrenzt sind und zudem die Löhne nicht sonderlich hoch sind. Sie sind in Höhe des Mindestlohns im Regelfall gezahlt. Nicht wahnsinnig hoch. Insofern sind die Rentenanwartschaften, die hier im Raum stehen, zu vernachlässigen. Insgesamt kann ich diesen Gesetzentwurf nur als angemessen und dringend erforderlich betrachten. Ja, das zur 70-Tage-Regelung. Sie hatten weiter gefragt, wie wir den Gesetzentwurf zur Hofabgabe bewerten. Haben Sie da insgesamt oder präzisere Fragen oder soll ich da jetzt aus dem Vollen schöpfen? Das würde meiner Funktion hier, glaube ich, nicht angemessen sein. Nein, haben Sie konkrete Fragen? Ich weiß, die Zeit ist begrenzt. Herr Weiß, haben Sie... Nein, ich würde gerne was dazu sagen, aber ich will jetzt nicht umfassend zu dem Gesetz Stellung nehmen, weil dann brauche ich bestimmt 10, 15 Minuten. Ja, was interessiert, also meine Frage dann, was interessiert Sie? Was? Einfach eine kurze Einschätzung über 2, 3 Minuten vielleicht. Okay, also vom Grunde her, ja, der Deutsche Bauernverband hat sich, ich glaube, das ist bekannt, stets für eine Beibehaltung der Hofabgabeklausel ausgesprochen. Sie war ein strukturpolitisches Instrument und zwar ein sehr wichtiges. Sie hat dazu beigetragen, die Flächengrundlagen für wirtschaftende Betriebe zu erhalten und zu verbessern. Sie hat den rechtzeitigen Generationenwechsel gefördert und sie hat der Zersplitterung von Bewirtschaftungsflächen und der Überalterung von aktiven Unternehmern und Unternehmerinnen vorgebeugt. Gleichwohl haben wir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis zu nehmen. Und aus unserer Sicht bestehen keine praktikablen Lösungen, Härtefallregelungen zu finden. Natürlich lässt sich in einem solchen Gesetz ein Härtefall formulieren oder mehrere Härtefälle. Aus unserer Sicht steht da nur die Gefahr, dass auch gegen diese Härtefallregelungen wieder Klageverfahren anhängig wären, weil auch diese sicherlich nicht jeden Einzelfall betreffen können. Nicht vergessen darf man auch, dass das Bundesverfassungsgericht nicht nur einen Eingriff in Artikel 14 Grundgesetz festgestellt hat, sondern auch einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Und diesen wird es schwer werden, durch eine Gesetzesänderung zu beheben. Aus unserer Sicht ist diese Ungleichbehandlung, die das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, nicht heilbar. Insofern ist die Möglichkeit, Härtefalllösungen zu schaffen, sicherlich sehr schwierig. Die Frage, wie man nun Anreize schaffen kann, um die künftige Generation in die Hofnachfolge zu bringen, ist aus unserer Sicht nicht innerhalb des Systems der Alterssicherung der Landwirte zu bewerkstelligen, sondern das muss außerhalb des Systems der Alterssicherung der Landwirte erfolgen. Ich möchte nur eins zu bedenken geben. Der Gesetzentwurf, wie er nun vorliegt, sieht mit einem Paragraph 27b ist es, glaube ich, eine Anrechnung von Einkommen bei vorzeitigen Altersrenten vor. Die Alterssicherung der Landwirte ist nur eine Teilsicherung. Sie war von Beginn an nicht darauf ausgerichtet, eine Vollsicherung des Landwirts darzustellen. Wenn man jetzt aber Einkommen von mehr als 450 Euro monatlich auf diese Renten anrechnet, widerspricht das der Grundkonzeption der Alterssicherung der Landwirte.
Wir bitten dringend, von dieser Regelung Abstand zu nehmen, denn die Landwirte sind nach wie vor bei ihren Renten, die im Regelfall irgendwo um die 500, 600 Euro im Monat liegen, darauf angewiesen, zusätzliches Einkommen zu erzielen, was regelmäßig durch gewerbliche Einnahmen aus dem Betreiben einer Photovoltaikanlage, Windkraftanlage oder Ähnlichem passiert. So viel als Einschätzung meinerseits. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Spieß. Das war doch ganz kurz zusammengefasst, Ihre Position. Und jetzt hat sich gemeldet als nächster Herr Schummer. Ja, die erste Frage geht an Herrn Professor Stefan Rixen. Es geht um das Tarifeinheitsgesetz. Und die Frage ist, inwieweit jetzt die Kriterien des Verfassungsgerichtes in dieser Änderung eingehalten sind oder erwarten Sie neue Klagen und neue Urteile, die zur Veränderung führen können? Die zweite Frage geht an den DGB und an Frau Nadine Absenger. Und hier geht es um den Paragraph 117 Betriebsverfassung. Ist damit zu rechnen, dass bei den Billig-Airlines, die hier betroffen sind, die weißen Stellen der betrieblichen Mitbestimmung in den Tarifverhandlungen und Betriebsvereinbarungen geschlossen werden? Herr Professor Rixen. Ja, vielen Dank für die Frage, ob denn die Vorgaben des Verfassungsgerichtsurteils vom 11. Juli 2017 durch diese Neuregelung umgesetzt werden. Vielleicht zur Erinnerung, es ist so, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, es müsse sichergestellt sein, dass es Vorkehrungen gibt, die strukturell darauf hinwirken, dass die Interessen der von der Verdrängung betroffenen Berufsgruppe im Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft wirksam berücksichtigt werden. Das heißt, wir haben eine sehr starke Zielvorgabe, dass wirksam genau dies geschehen muss, wo das Verfassungsgericht bewusst schweigsam ist, dass es nicht im Einzelnen vorgibt, wie das zu geschehen hat. Es hat in der Übergangsregelung, aber bewusst nur für die Übergangsregelung, hat das ganz klar gesagt, einige vorsichtige Andeutungen gemacht, hat aber auch da gesagt, was das genau bedeutet, mögen dann die Arbeitsgerichte entscheiden. Insofern haben wir hier, glaube ich, eine ganz kluge Regelung, die jetzt zur Verabschiedung ansteht, wenn es denn mit ihr weitergeht, dass wir eine starke Zielvorgabe haben und dann natürlich zu berücksichtigen ist, wie kann ich vermeiden, dass auch die Mehrheitsgewerkschaften übermäßig in die Pflicht genommen werden und wie kann ich gleichzeitig darauf hinwirken, dass die Minderheitsgewerkschaften und die von ihnen vertretenen Berufsgruppen hinreichend sichtbar werden. Und der Entwurf kombiniert das in der Weise, dass er, wie gesagt, dieses starke Ziel vorgibt und dann aber in Respekt vor der Koalitionsfreiheit auch der Mehrheitsgewerkschaften sagt, die Wege, die ihr jetzt schon geht, wie macht ihr Berufsgruppen sichtbar, die könnt ihr wählen aus Respekt vor der Koalitionsfreiheit, eurer Koalitionsfreiheit. Der Gesetzgeber sagt weiter, wenn das denn Gesetz wird, dass er letztlich auch nicht stark hineinregieren will in die Tarifautonomie und die Koalitionsfreiheit hinein, letztlich in Anführungszeichen auch keine Tarifzensur will, sondern aus Respekt vor der Koalitionsfreiheit die Wege, die es schon gibt, Beteiligung, Sichtbarkeit herzustellen, die können gewählt werden und, so heißt es in der Begründung, die Regelung ist entwicklungsoffen. Wenn also in Gewerkschaften neue Wege gefunden werden, effektive sichtbar werden, auch der Berufsgruppen zu bewirken, dann dürfen diese Wege auch gewählt werden. Insofern glaube ich, ist das ein vernünftiger Ausgleich der gegenläufigen Interessen auch von Mehrheits- und Minderheitsgewerkschaften. Was die Frage der Klagen angeht, ob jemand nach Karlsruhe zieht, lässt sich natürlich schwer prognostizieren. Ich glaube aber, dass die Regelung, weil sie klar einen Kerngedanken des Verfassungsgerichtsurteils übernimmt, es muss effektiv sichtbar gemacht werden, die Berufsgruppen. Darum glaube ich, ist die Chance, dass es hier zu einer zweiten Runde kommt, die bedeuten würde, dass dann eine Neuregelung auch aufgehoben würde. Ich glaube, dass das eher unwahrscheinlich ist. Vielen Dank, Herr Professor Rixen. Frau Dr. Absenger. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir begrüßen die Reform oder die angedachte Reform des 117 ausdrücklich. Wir fordern gemeinsam mit unseren Mitgliedsgewerkschaften seit Jahren die Abschaffung des 117 BetrVG, weil 117 einfach in nicht zu rechtfertigender Weise die Gründung von Betriebsräten im Luftfahrtbereich einschränkt. Der Gesetzesvorschlag, der jetzt vorliegt, geht zwar nicht in Richtung Abschaffung, ist aber aus unserer Sicht absolut längst überfällig und zu begrüßen, weil er schafft einen ersten Schritt für die Möglichkeit der Etablierung von Betriebsräten auch im Luftfahrtbereich. Die gesetzliche Regelung, die kommen soll, ist so ausgestaltet, dass sie keinen Eingriff in die Tarifautonomie darstellt,
weil sie ermöglicht, neben der tariflichen Etablierung von Betriebsräten auch Betriebsräte über das BetreVG zu wählen. Der EuGH hat seit vielen Jahren entschieden, dass es nicht ausreicht, nur den Sozialpartnern die Möglichkeit zu überlassen, Betriebsräte zu gründen, sondern die Richtlinien zur Information und Unterrichtung von Arbeitnehmern sehen vor, dass auf jeden Fall staatliche Regelungen vorgesehen werden müssen, dass Arbeitnehmer ihre Informations- und Unterrichtungsrechte durchsetzen können und die Möglichkeit haben, Betriebsräte zu wählen. Deswegen ist aus unserer Sicht der jetzige 117 unionsrechtswidrig und auch deshalb dringend reformbedürftig. Wie gesagt, das hat der EuGH schon 94 in verschiedenen Entscheidungen festgelegt, sodass wir die Reform ausdrücklich begrüßen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Absinger. Frau Litzius. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine beiden Fragen gehen an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herrn Wuttke, und Bundesagentur für Arbeit, Herr Armbrüster. Die mit dem Qualifizierungschancengesetz verfolgten Änderungen im SGB III stehen im Zusammenhang mit den Herausforderungen des digitalen und demografischen Wandels. Ziel ist die Sicherung des bestehenden Fachkräftepotenzials und die vorausschauende Vermeidung von Arbeitslosigkeit. Mit den Änderungen sollen die Qualifikationen von Beschäftigten durch Fortbildung erneuert, berufliche Aufstiege ermöglicht und wenn nötig auch Umstiege ermöglicht werden. Jetzt meine Frage: Wie stark schätzen Sie den Einfluss des technologischen Wandels, insbesondere der Digitalisierung, auf die Berufs- und Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein? Und die zweite Frage: Wie wichtig sind bzw. werden hierfür Qualifikationsanpassungen und Weiterbildungen für den Erhalt der Berufs- und Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer in Zukunft? Vielen Dank, Frau Letius. Bevor Herr Dr. Wuttke die Antwort gibt, möchte ich doch noch mal Frau Kramme, parlamentarische Staatssekretärin im BMAS, ganz herzlich zu unserer heutigen Anhörung begrüßen. Und jetzt haben Sie das Wort, Herr Dr. Wuttke. Ich glaube, es besteht ein allgemeiner Konsens in der Gesellschaft, bei Arbeitgebern und bei Arbeitnehmern, dass mit dem digitalen Wandel die Herausforderungen für das lebenslange Lernen, das wir ohnehin seit vielen Jahren ja schon mit Nachdruck propagieren, dass diese noch mal zunehmen werden, weil der digitale Wandel wohl noch mal mit einer erheblichen Beschleunigung der ganzen Strukturwandelprozesse verbunden sein wird. Nichtsdestotrotz sind wir heute ja auch schon längst im Beginn des digitalen Wandels drin. Unternehmen, Beschäftigte sind darin ohnehin bereits gefordert. Die Unternehmen investieren bereits über 33 Milliarden Euro pro Jahr in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung, sodass man sieht, die Aufgabe ist klar definiert. Ich glaube, auch alle Umfragen zeigen, dass Unternehmen und Beschäftigten bewusst ist, dass man hier Weiterbildung betreiben muss, um einfach den Anschluss auch weltweit als Spitzenland Deutschland weltweit nicht zu verlieren und für den Einzelnen seine Beschäftigungsfähigkeit nicht zu verlieren. Die entscheidende Frage wird nur sein, wie verteilt man die Kosten und die Lasten für das, was dort zu geschehen hat. Und Sie wissen, dass wir im Rahmen der durchaus nationalen Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung, die wir sehr unterstützen, dass wir natürlich eine sehr konkrete Aufgabenbeschreibung für die Arbeitslosenversicherung uns wünschen würden, dass das nicht uferlos wird. Vielen Dank, Herr Dr. Wuttke. Herr Armbrüster. Wenn wir einverstanden sind, übernehme ich die Antwort zu der Frage, weil es meinen Geschäftsbereich betrifft. Vielen Dank. Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass der technologische Strukturwandel sich in den kommenden Jahren noch deutlich beschleunigen wird. Es werden sich damit sehr viele, wenn nicht sogar alle Anforderungsprofile der Beschäftigten mittelfristig und langfristig dann sicherlich ändern. Klar, der Grad der Betroffenheit ist dann natürlich unterschiedlich und vielleicht auch berufs- und branchenspezifisch. Aber die Grundfrage, inwieweit eine Qualifikationsanpassung erforderlich ist, stellt sich aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit in jedem Einzelfall und deutlich stärker, als das bis heute der Fall gewesen ist. Vielen Dank, Herr Siepe. Als nächstes hat noch mal Frau Letius das Wort.
Dann möchte ich noch mal an die beiden Adressaten noch mal eine Frage stellen, und zwar: die betriebliche Weiterbildung ist nach allgemeiner Auffassung vorrangig Aufgabe der Unternehmen. Das haben wir ja auch gerade eben in den Ausführungen gehört. Teilen Sie diese Auffassung noch mal? Falls ja, halten Sie es gleichwohl für gerechtfertigt, wenn der Gesetzgeber hier bei Unternehmen und Beschäftigten durch die geplanten Änderungen in der Weiterbildungsförderung unterstützt? Und die zweite Frage: kann es durch die geplanten Förderungen zu Mitnahmeeffekten, insbesondere durch Großunternehmen, kommen? Wie schätzen Sie diese Situation ein? Herr Dr. Wuttke. Also ich glaube, es besteht Konsens. Herr Sieber hat das ja für die Bundesagentur für Arbeit auch gerade noch mal klar gemacht, dass die Anforderungen gewaltig sein werden für Unternehmen und Beschäftigte. Und damit ist es letztlich die entscheidende Frage, wer welche Lasten in dem Zusammenhang trägt. Dass die Unternehmen betriebliche Weiterbildung am besten können, weil sie am nächsten dran sind, steht außer Frage. Unternehmen und Beschäftigte haben auch ein ureigenes Interesse darin, auch im eigenen Interesse zu investieren. Und unsere Sorge ist nun, dass man mit dem Vorstoß in der Arbeitslosenversicherung, Weiterbildungsförderung durch die Bundesagentur für Arbeit, dass man jenseits eigentlich der Zielsetzung der Arbeitslosenversicherung, dass man eine auch aufgrund der bisher nicht konkretisierten, Anforderungen an die Zielgruppe, dass man quasi alle, auch die Herr Siepe und ich jetzt eben angesprochen haben, dass man die aus Mitteln der Beitragszahler demnächst fördert. Und das wären angesichts des Volumens, das auf uns zukommt, das wären Beträge, die würden die Arbeitslosenversicherung die Beitragssätze treiben, die würden die Lohnnebenkosten damit hochtreiben, das wäre kontraproduktiv. Deswegen haben wir immer gesagt, es muss jetzt definiert werden, was die Arbeitslosenversicherung in dem Gesamtkonzept macht, das die Bundesregierung ja zu Recht anstrebt, der nationalen Weiterbildungsstrategie, und was die Beitragszahler im Rahmen der Zielsetzung der Arbeitslosenversicherung auch sinnvollerweise machen. Wir haben gesagt, man sollte zumindest definieren, dass eine gewisse Gefährdung im Hinblick von Arbeitslosigkeit vorhanden sein muss. Das darf auch nicht eine Prognose über 5 bis 10 Jahre sein, die kann keiner geben, diese Prognose. Und Herr Sieb hat eben auch gesagt, das wird sonst alle Beschäftigten irgendwie betreffen. Es wäre also eine Wahnsinnskostenbelastung, die man in die beitragsfinanzierte Arbeitslosenversicherung steuern würde. Sodass wir gesagt haben, man sollte hingucken, ob dann eine gewisse Arbeitslosigkeit droht in dem überschaubaren Zeitraum von 2 bis 3 Jahren aufgrund der Entwertung der bisherigen Kompetenzen durch den digitalen Wandel. Und wir haben aufgrund der viel besseren Möglichkeiten von großen Unternehmen haben wir nachdrücklich dafür geworben, dass man eine Größenbegrenzung etwa einführt, den Mittelstand noch rein im mittelständischen Unternehmen bis maximal 2000 Beschäftigte in Deutschland. Weil das sich zu einer ziemlich uferlosen Sache entwickelt. Auf einen Punkt wollte ich abschließend nur noch hinweisen. Was jetzt gemacht wird mit dem Gesetzentwurf, das ist ja ein völlig neuer Weg, denn wir bezahlen Arbeitsentgeltzuschüsse jetzt bis 75%. Bisher ist selbst für KMU das Arbeitsentgelt während solchen Weiterbildungen nicht bezuschusst worden. Das heißt, es entstehen jetzt gewaltige Anreize. Wir haben ein völlig neues, weiterentwickeltes System. Deswegen hatten wir auch gesagt, wir wären für eine Befristung und Evaluierung gewesen. Und die Hoffnung ist immer noch, dass der Gesetzgeber der Bundesagentur für Arbeit mit einer gewissen Konkretisierung hilft. Vielen Dank, Herr Dr. Wuttke. Herr Sieb. Es ist unstreitig, auch Auffassung der Bundesagentur für Arbeit ist, die betriebliche Weiterbildung Kernaufgabe der Unternehmen und Betriebe ist. Wir stehen hier allerdings vor einer Herausforderung. Ich hatte den Begriff Strukturwandel schon benannt gehabt. Und vor diesem Hintergrund halten wir es für gerechtfertigt, dass Unternehmen und Beschäftigte zumindest teilweise bei den Kosten unterstützt werden. Und der Gesetzentwurf sieht eine entsprechende Staffelung vor, die die BA für angemessen hält. Vielen Dank, Herr Siepe. Herr Dr. Weiler. Ja, schönen guten Tag von mir auch. Und ich habe 2 Fragen. Einmal eine an die Bundesagentur für Arbeit und dann nachher noch eine an die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, aber auch zusätzlich an die Bundesagentur für Arbeit. Aber fangen wir erstmal mit der
BAG an. Halten Sie es für erforderlich, in der gesetzlichen Regelung, die bislang die Verbesserung der individuellen Beschäftigungszeit als Ziel benennt, noch stärker die Zielsetzung der Arbeitsmarktintegration hervorzuheben? Also die zwei Dinge in Verbindung, Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Zielsetzung Arbeitsmarktintegration als Verbund. Das wäre die Frage an die Bundesagentur für Arbeit. Würde ich es erst mal so lassen und dann die zweite später. Wer macht? Herr Siepe. Aus unserer Sicht ist das nicht erforderlich, weil bereits jetzt die gesetzlichen Regelungen im Rahmen einer beruflichen Weiterbildung neben einer Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit die Integration, insbesondere die nachhaltige Integration, ohnehin nicht nur als wichtigstes Ziel, sondern als wichtige Aufgabe derzeit schon beschreibt. Also es wäre keine Änderung aus unserer Sicht hierfür erforderlich, um das entsprechend zu pointieren. Vielen Dank, Herr Siepe. Herr Dr. Weiler. Dann die zweite Frage. Wie beurteilen Sie die beabsichtigte Ausdehnung der Rahmenfrist von 2 Jahren, also von 24 Monaten auf 30 Monate? Und wie wird aus Ihrer Sicht mit der geplanten Regelung zur Verkürzung der kurzzeitig befristeten Beschäftigung, wird dadurch eine Akzeptanz erhöht, beziehungsweise was hat diese Veränderung an Dimensionen nachfolgend aus Ihrer Sicht? Vielen Dank. Wer macht? Herr Abusser. Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit wird die Verlängerung der Rahmenfrist positiv bewertet. Die Verlängerung, so wie es das Qualifizierungschancengesetz vorsieht, ist die richtige Weichenstellung, um den Sicherungsauftrag der Arbeitslosenversicherung weiter gerecht zu werden. Ich denke da insbesondere an die Arbeitnehmer, die auf einem sich verändernden Arbeitsmarkt zunehmend Beschäftigungen von kurzer Dauer aufnehmen müssen und dann lückenhafte Versicherungsbiografien aufweisen und Schwierigkeiten haben, die erforderliche Anwartschaftszeit in der Rahmenfrist zu erfüllen. Also Schritt in die richtige Richtung. Wir könnten uns aber auch vorstellen, um noch besser auf diese Entwicklungen einzugehen, dass die Rahmenfrist auch auf 3 Jahre erweitert werden kann. Vielen Dank, Herr Ambrisse. Herr Dr. Weiler, hatte ich Sie richtig verstanden, dass die BDA auch antworten sollte? Okay, wer macht's? Herr Wuttke. Also wir halten die jetzt im Gesetzentwurf vorgesehene Erweiterung der Rahmenfrist für vertretbar. Angesichts der eher schwierigen Erwerbsbiografien, die der Gesetzgeber hier im Blick hat, halten wir das für eine sinnvolle und akzeptable Maßnahme, ohne dass falsche Anreize entstehen, quasi, dass man nur jeweils in kurze Beschäftigung gehen würde. Und die andere, Sie hatten, glaube ich, die Frage gestellt, wie das mit der Entfristung jetzt ist für diejenigen, die in Saisonarbeit vor allen Dingen beschäftigt sind. Das halten wir für eine sinnvolle Maßnahme zur Entlastung und zur Stärkung der Betriebe im Bereich der Saisonbeschäftigung. Ja, die Frage ist auch ich erteile das Wort in der Regel. Oh. Haben Sie noch eine kleine Nachfrage? Nein, weil nur die Ergänzung der Frage war ja, wie die Dimension aus Ihrer Sicht in der Zukunft ist, ob da mehr Menschen und wenn dann wie viel mehr Menschen betroffen sein würden oder davon profitieren könnten. Herr Wuttke? Also uns liegen keine Zahlen vor und wenn die Bundesagentur für Arbeit nicht solche irgendwie hochrechnen kann, also wir können es nicht als BDA. Dann hat als nächstes Frau Schimke das Wort. Ich würde gerne noch mal eine darauf beziehende Frage an Herrn Ambrüster und an Herrn Dr. Wuttke stellen. Sie haben ja gerade gesagt, dass die Ausweiterung der Rahmenfrist auf 30 Monate aus Ihren Augen vertretbar ist. Jetzt erinnern wir uns alle an die schwierige Diskussion, die es im Rahmen der Hartz-IV-Agenda 2010-Reform gab und nach meiner Kenntnis Sie das damals unterstützt haben. Was also hat sich seitdem aus Ihrer Sicht verändert, dass eine Ausweitung der Rahmenfrist auf 30 Monate rechtfertigt? Herr Ambrüster. Ich denke, dass der Arbeitsmarkt an starken Veränderungen unterliegt
und wir eben zunehmend Beschäftigungen von kurzen Zeiten haben, wir zunehmend diese lückenhaften Versicherungsbiografien feststellen. Und dass auch im Kontext zur Grundsicherung die Arbeitslosenversicherung doch stärker wieder im Schutzbereich aufgewertet werden muss. Ne? Es kann nicht sein, dass viele Menschen arbeiten und dann direkt in die Grundsicherung müssen, ne? Sodass wir auf diese Veränderungen seit Hartz III und Hartz IV durchaus reagieren können und schrittweise das Arbeitslosenversicherungssystem wieder anpassen. Arbeitslosenversicherung eventuell auch zu sehen als das primäre Schutzsystem. Vielen Dank, Herr Ambrüster. Herr Dr. Wuttke. Also wir haben uns auch dazu entschlossen zu sagen, das ist eine vertretbare Erweiterung, weil wir in der Tat genau diese Erwerbsbiografien, diese zum Teil sehr schwierigen Erwerbsbiografien gesehen, geschildert bekommen haben. Und der Meinung waren, dass man diesen Menschen hier durchaus sinnvollerweise hilft und dabei nicht den Fehler macht, aber das System so umzugestalten, dass quasi Anreize gesetzt werden, zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit zu wechseln. Und da dieses Gesamtsystem noch so uns austariert scheint, haben wir gesagt, das ist ein vertretbarer Schritt. Vielen Dank. Jetzt habe ich Zell, Herr Weiß, noch eine Frage. Ja. Geht's los? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch eine Nachfrage nochmal an Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und Bundesagentur für Arbeit. Und zwar hatten wir ja eben gerade über Mitnahmeeffekte gesprochen. Meine Frage wäre jetzt nochmal, wäre es denn sinnvoll, wenn wir die Arbeitsagenturen anhand der regionalen Wirtschaftsstrukturen eigenverantwortlich festlegen könnten, wie die Fördermittel verteilt werden, um vor allem auch KMUs bei der Förderung angemessen zu berücksichtigen? Könnten Sie sich so ein Modell vorstellen? Herr Dr. Wuttke, in 30 Sekunden. Das Problem im Moment besteht eigentlich darin, dass jeder, der irgendwo vom digitalen Wandel betroffen ist, ohne dass auch eine zeitliche Dimension da klar fixiert wurde, dass der quasi aus diesem, in diesem Projekt, in diesem Programm gefördert werden kann. Das ist das, was wir als uferlos beschrieben haben, dass man natürlich in dem auch eine, ich sag mal, kleine und mittlere Unternehmen stärker berücksichtigen und fördern muss, ist für uns selbstverständlich. Da haben wir uns immer für eingesetzt, dass die Anschubfinanzierung erhalten. Vielen Dank, Herr Dr. Wuttke. Damit sind wir am Ende der CDU-Befragungsrunde und wir kommen zur Befragungsrunde der SPD-Fraktion. Und da hat sich als erstes Herr Rützel gemeldet. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Frage geht bezüglich des Tarifeinheitsgesetzes an den Deutschen Gewerkschaftsbund und möchte fragen, wie der DGB aus seiner Sicht die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Gesetzentwurf jetzt bewertet, ob die Vorgaben des Verfassungsgerichtes mit unserem Gesetzentwurf zur Tarifeinheit eingehalten sind. Vielen Dank. Wer macht's? Frau Dr. Absenger. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind der Ansicht, dass der Gesetzgeber mit dem vorgelegten Entwurf die Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht hier an den Gesetzgeber adressiert hat, adäquat umsetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner Entscheidung zum Grundsatz der Tarifeinheit bekannt. Es hat festgestellt, dass das Tarifeinheitsgesetz in weiten Teilen verfassungsgemäß ist und Korrekturbedarf nur hinsichtlich der Frage der ernsthaften und wirksamen Berücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmergruppen, der Berufsgewerkschaften besteht. Das Bundesverfassungsgericht bringt ganz klar zum Ausdruck, dass es nach wie vor davon ausgeht, dass der Mehrheitstarifvertrag die Interessen der unter seinen Geltungsbereich fallenden Arbeitnehmer, Beschäftigtengruppen ausreichend berücksichtigt. Das ist aus unserer Sicht durch die hier vorgeschlagene Formulierung in adäquater Weise umgesetzt. Aus unserer Sicht ist es auch richtig, dass der Gesetzgeber hier keine Vorgaben macht, wie im Einzelfall die ernsthafte und wirksame Berücksichtigung aussehen soll, sondern dass hier ein ausschließlich prozeduraler Ansatz gewählt wird, nämlich dass es darauf ankommen soll, dass beim Zustandekommen des Tarifvertrages die Minderheiteninteressen ausreichend berücksichtigt werden. Und es ist aus unserer Sicht auch richtig, hier auf den Begriff der Arbeitnehmergruppen abzustellen. Das macht deutlich, dass es nicht auf Einzelinteressen ankommen kann, aber macht auch deutlich, dass die Definition der entsprechenden Gruppen sich nicht ausschließlich nach der Frage des Berufs richten darf. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Absenger. Als nächstes Herr Dr. Rosemann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Bundesagentur für Arbeit und an den DGB. Können Sie noch mal sagen, wie wichtig Weiterbildungen für den Erhalt der individuellen Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angesichts der Wandlungsprozesse sind? Welche Rolle Sie bei den Unternehmen und welche Rolle Sie dabei für die Agentur für Arbeit und insbesondere auch für die Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung bei der Agentur für Arbeit sehen? Vielen Dank, Herr Siepe. Ich hatte auf die Bedeutung auch der individuellen Qualifizierung ja schon in meinem ersten Antwortbeitrag hingewiesen. Also insbesondere durch die massive Veränderung, die wir auf den Arbeitsplätzen durch den technologischen Wandel zu erwarten haben, glaube ich schon, dass es erforderlich ist, dass das gesamtgesellschaftlich auch gestützt wird und damit ein Stück über das hinausgeht, was die Betriebe an Weiterbildung dann ohnehin zu erbringen haben. Ich hatte das vorhin als Kernaufgabe ja durchaus beschrieben. Aber wir haben hier eine Dimension vor uns, wo ich schon glaube, dass das, was jetzt hier im Gesetzentwurf vorgelegt ist, in die richtige Richtung geht. Natürlich kann man sich immer darüber austauschen, besteht die Gefahr eines Mitnahmeeffektes oder nicht. Ich kann auch als BA den nicht ausschließen natürlich. Aber dadurch, dass wir schon eine nennenswerte Staffelung drin haben, in Abhängigkeit der Betriebsgröße, halte ich es für vertretbar, dass man eine solche Regelung denn jetzt auch einführt. Sie ist ja ausdrücklich determiniert, nämlich durch die Veränderung des technologischen Wandels. Und es bleibt natürlich dabei, dass Arbeitsplatzqualifizierung unmittelbar an einem solchen, bei einer Neueinstellung beispielsweise, dass das eine Aufgabe ist, die zuvörderst bei den Betrieben liegt. Es ist völlig unstreitig, sondern es muss schon darüber hinausgehen. Und das, was an Qualifizierung in der Regel durch die Bundesagentur dann auch gefördert wird, bisher war das ja Wegebau mit den alten Regelungen, hatte immer eine Qualifizierungsdauer, die deutlich über den 4 Wochen gelegen hat. Wir haben etwa 4/5 aller Qualifizierungen, die hierüber gelaufen sind, über einen Zeitraum, der deutlich länger war als 3 Monate. Das macht also auch schon deutlich, dass es eben über eine sehr arbeitsplatznahe Qualifizierung die Aufgabe des Betriebes bleibt, hinausgeht. Und von daher sind die Regelungen, wie sie hier vorgeschlagen sind, sinnvoll. Vielen Dank, Herr Siepe. Herr Jakob. Ja, Herr Rosemann, zunächst mal auch von uns der Hinweis, dass wir der Meinung sind, dass für die Weiterbildung in der Tat in erster Linie die Unternehmen zuständig sind. Das wollen wir auch nicht ändern und wir wollen auch nicht, dass die Unternehmen weniger als 33 Milliarden ausgeben. Insofern ist es richtig, dass der Gesetzgeber auch gewisse Schranken einführt, was jetzt die öffentliche Förderung angeht. Dennoch ist die öffentliche Förderung aus unserer Sicht sinnvoll. Also zunächst mal ist die Situation, dass wir derzeit eher Fachkräftemangel als Arbeitslosigkeit haben. Und das heißt also, wir müssen auch durch betriebliche Weiterbildung sicherstellen, dass die Fachkräfte auch erhalten bleiben und vor allen Dingen auch Fachkräfte bleiben. Und insofern ist es, glaube ich, auch gerechtfertigt, dass die Bundesagentur für Arbeit hier mit Fördermitteln eingreift. Es ist ja schon darauf hingewiesen worden, die Förderung ist nicht bedingungslos, sondern es müssen mindestens Maßnahmen gemacht werden, die 4 Wochen dauern. Es müssen Maßnahmen sein, die der allgemeinen Verwendung auf dem Arbeitsmarkt dienen, also nicht betriebsspezifisch sein dürfen. Betriebe müssen sich mit Eigenmitteln beteiligen, die nach Größe gestaffelt sind. Insofern kommen wir nicht zu der Einschätzung, dass die Betriebe uns jetzt mit Weiterbildung die Kasse leer räumen. Also erstens, wenn es so wäre, dann hätten wir endlich mal ein erfolgreiches Weiterbildungsprogramm gemacht, was wir in der Vergangenheit selten hingekriegt haben. Dennoch glaube ich aber nicht, dass das der Fall sein wird. Alle bisherigen Erfahrungen sprechen eher dagegen, dass das zu einer massenhaften Inanspruchnahme wird. Insofern neige ich da auch zu einer entspannten Herangehensweise. Wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass meine Einschätzung falsch ist, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, in einem Jahr oder was die Gesetze wieder zu ändern. Nach meiner Einschätzung wird das nicht nötig sein. Ich will noch hinzufügen, wir halten 2 Änderungen für sinnvoll. Einmal die Frage der 4 Jahre. Sie haben ja im Gesetzentwurf vorgesehen, dass
dass mindestens 4 Jahre gewartet werden muss, bis eine erneute Förderung möglich ist. Ich würde dazu raten, diesen Zeitraum zu flexibilisieren, insbesondere auch mit Blick darauf, dass wir dann in der Altenpflege mehr machen können. Wir könnten dann zum Beispiel Personen, die heute als Hilfskräfte in der Altenpflege tätig sind, mit einer einjährigen oder zweijährigen Ausbildung, könnten wir dann leichter zu Fachkräften machen. Der zweite Punkt, da wird nachher mein Kollege Jörg Hoffmann noch mal drauf eingehen. Wir halten es für dringend erforderlich, eine enge Anbindung an die Betriebsräte herzustellen. Und zwar deswegen, weil zum Beispiel durch Qualifizierungspläne in Unternehmen sichergestellt ist, dass alle Gruppen mitgenommen werden. Die Weiterbildung ist derzeit sehr selektiv. Es werden eher besser qualifizierte und auch höher bezahlte Gruppen beteiligt. Ältere, geringer Qualifizierte werden weniger beteiligt. Und durch so einen Qualifizierungsplan könnte man dem entgegensteuern. Vielen Dank, Herr Jakob. Die nächste Frage kommt von Frau Tack. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Frau Stienen. Frau Stienen, Sie sind Personalchefin bei der Deutschen Bahn Schenker für Deutschland und die Schweiz. Wie bewerten Sie die Veränderungen durch den technologischen Wandel und die Rolle der Unternehmen bei der betrieblichen Weiterbildung? Warum ist es wichtig, dass die Arbeitsmarktpolitik Beschäftigte und Unternehmen durch Weiterbildungsförderung unterstützt? Frau Stienen. Also ich vertrete ja auch den Bundesverband der Personalmanager und damit 4.500 Personalerinnen und Personaler in diesem Land, die aus sämtlichen Betriebsgrößen auch kommen. Und bei uns ist der Fachkräftemangel natürlich schon lange ein großes Thema, weil wir müssen sie immer finden als Personalerinnen und Personaler. Sie sind aber nicht mehr auffindbar. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mehr tun, um Menschen dahingehend zu befähigen, dass sie mit neuen Technologien, mit Digitalisierung, mit IT-Kenntnissen ausgestattet sind. Das betrifft auch Datenschutz, das betrifft natürlich auch soziale Kompetenzen, mehr Flexibilisierung und so weiter. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass das übergreifend über die Betriebe durchgeführt wird. Und das ist auch unabhängig von Alter, ist auch unabhängig von der Berufsausbildung. Es geht uns insgesamt darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal jetzt in welchem Unternehmen, wir schieben die ja auch oft mal hin und her, dass wir dann gleichen Standard haben. Vielen Dank, Frau Stienen. Als nächstes Frau Schmidt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Frau Stienen und an Herrn Hoffmann von der IG Metall. Und meine Frage wäre, inwieweit sich der Weiterbildungsbedarf von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in kleinen, mittleren und großen Unternehmen aus Ihrer Sicht unterscheidet und was das für die Weiterbildungsförderung bedeutet. Ist die hier im Gesetzentwurf von uns vorgenommene Staffelung für Sie angemessen? Vielen Dank, Frau Schmidt. Frau Stienen. Ja, über Angemessenheit kann man ja immer streiten. Also jetzt vertrete ich heute ein großes Unternehmen. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass das da genauso gehandhabt wird wie in den kleineren Unternehmen. Dennoch ist es so, dass wir natürlich mit einer anderen Masse arbeiten in den großen Unternehmen und damit auch andere Weiterbildungsmöglichkeiten haben und anbieten können. Für die kleineren Unternehmen oder auch für die großen könnte ich mir auch vorstellen, dass man mit einer Tandemlösung arbeitet, dass man mal überlegt, wo kann man denn über die Betriebe hinaus auch Weiterbildungen gemeinsam anbieten. Also dass sie nicht unbedingt immer nur von Großen oder Kleinen durchgeführt und bezahlt werden. Vielen Dank, Frau Stienen. Herr Hofmann. Ja, zunächst betrifft die Problematik unabhängig der Betriebsgröße alle Beschäftigten, nämlich wenn die Transformation durch Digitalisierung und Dekarbonisierung dazu führt, dass berufliche Entwicklung in eine Sackgasse führt und eine berufliche Neuorientierung notwendig ist. Da hört im Übrigen auch im Moment die Verantwortung des Arbeitgebers auf. Er bezieht sich auf das Thema Anpassungsqualifizierung und Erhaltungsqualifizierung. Wenn wir aber konfrontiert sind in der Metall- und Elektroindustrie, dass etwa durch künstliche Intelligenz hunderttausende standardisierte Angestellten-Tätigkeiten und entsprechende kaufmännische Ausbildung in eine Sackgasse führen oder im Bereich der Industrie 4.0 Kommissioniertätigkeiten automatisiert werden, dann betrifft es eine grundsätzliche berufliche Neuorientierung und hier ist Arbeitsmarktpolitik auch gefordert. Das gilt in Klein- und Großbetrieben. Trotzdem ist eine Differenzierung gerechtfertigt, weil die Möglichkeiten in Großbetrieben, was eine strategische professionelle Personalentwicklung angeht, andere sind wie in kleinen und mittleren Betrieben, auch die Aufwandseinschätzungen anderen sind wie in kleinen und mittleren Betrieben. Aber wie gesagt, es geht um die Frage, was kann, sagen wir, auf der Kostenseite über eine Förderung, eine Entlastung geschehen, damit auch aktiv vor Arbeitslosigkeit
den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, sich beruflich neu zu orientieren. Die Betroffenheit ist unabhängig der Betriebsgröße die gleiche. Vielen Dank, Herr Hofmann. Herr Gerdes. Ja, meine Frage geht auch an Herrn Hofmann. Welche Möglichkeit bietet eine Einbindung der Sozialpartner bei der Weiterbildungsförderung im Hinblick auf notwendige und nachhaltige Qualifizierung? Und sollten Anreize geschaffen werden, um die Verantwortung der Betriebs- und Tarifvertragsparteien für Qualifizierungspläne in Unternehmen zu stärken? Herr Hofmann. Ich denke, die bisherigen Erfahrungen mit dem Wegeprogramm zeigen, die ja durchaus zwiespältig sind, dass eine Einbindung der Sozialpartner eine wichtige Aufgabe und wichtige Voraussetzung darstellt, um diese Programme auch, sagen wir mal, von dem Programmcharakter in die betriebliche Umsetzung zu bringen. Nämlich die Frage, wie kann über die Einbindung der Sozialpartner solche Arbeitsmarktpolitik in konkrete Personalentwicklung und Qualifizierungsplanung vor Ort umgesetzt werden. Wir haben den Eindruck und aus dem alten Wegebauprogramm auch mit einer empirischen Evidenz, dass immer dann, wenn Sozialpartner sich diesem Thema zuwenden und die Frage der Qualifizierung von Un- und Angelernten sich zum Thema gemacht haben, auch das Wegebauprogramm angenommen wurde, was ja nicht generell festzustellen war. Deswegen befürworten wir im Sinne der Umsetzungseffizienz die Einbeziehung der Sozialpartner und dass diese auch durch den Gesetzgeber gefördert wird. Das ist leider in der vorliegenden Fassung des Gesetzes nicht der Fall. Ich meine, es ist eine Erfahrung, dass die Hürden, die ja bestehen für berufliche Neuorientierung, dann deutlich gesenkt werden können, wenn Betriebsräte als Vertrauenspersonen beratend und unterstützend hinzugezogen werden. Und neben Zeit und Geld für Bildung und berufliche Neuorientierung ist Beratung und Begleitung eine ganz wichtige Voraussetzung, auch Ängste zum Einstieg in Qualifizierungsmaßnahmen zu beseitigen. Da spielen die Sozialpartner in zweierlei Richtungen eine Rolle. In der persönlichen Beratung, aber auch dadurch, dass den Kolleginnen und Kollegen damit auch eine klare Perspektive im Rahmen einer Qualifizierungsplanung in den Betrieben, aber auch gegebenenfalls eine Orientierung außerhalb des Betriebes geleistet werden kann und nicht in eine neue Sackgasse qualifiziert wird. Letzter Punkt. Ich denke, die Einbeziehung der Sozialpartner, aber auch der Bundesanstalt für Arbeit. Ich denke da an die Rechtsform, wie wir es in § 111 SGB III bei dem Thema Strukturkurzarbeitergeld schon haben, sichert auch davor, dass Mitnahmeeffekte erfolgen, weil damit letztendlich drei Augen auf ein sinnvolles Programm schauen. Und auch aus diesem Grunde würde ich plädieren dafür, dass den Sozialpartnern eine aktive Rolle und auch eine Incentivierung ihrer, wenn sie beteiligt sind, ihre Rolle durch das Gesetz zugemessen wird. Vielen Dank, Herr Hofmann. Die nächste Frage kommt von Herrn Kapschak. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den DGB. Die Sonderregelung zu der auf 6 Monate verkürzten Anwartschaftszeit des Arbeitslosengeldes wird nur wenig in Anspruch genommen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Reichweite dieser Regelung zu verbessern? Wer macht's? Herr Jakob. Ja. Zunächst mal, diese Sonderregelung ist ja eigentlich eine Krücke, die eingeführt wurde, nachdem also die Anwartschaftszeiten verkürzt wurden. Insofern braucht man eine Sonderregelung. Wir würden uns eher wünschen, dass man praktisch die Rahmenbedingungen so macht, dass keine Sonderregelung erforderlich ist, also sprich die Rahmenfrist ausweitet und möglicherweise auch die Anwartschaftszeit verkürzt. Aber wenn es jetzt so bleiben soll, wie es im Gesetzentwurf steht, würden wir vorschlagen, diese Regelung zumindest zu verbessern, weil sie derzeit, wie Sie schon sagten, sehr wenig in Anspruch genommen wird. Unser Vorschlag ist diese sogenannte Einkommensgrenze, die ja derzeit an die Bezugsgröße gebunden ist, entweder zu verdoppeln oder möglicherweise mindestens auf das 1,5-fache festzulegen. Und der zweite Punkt wäre, die Zeit, in der man die Ansprüche erwirbt, zu verlängern. Derzeit ist es erforderlich, dass man 10 Wochen zusammenhängend arbeitet. Da würden wir uns wünschen, dass man diesen Zeitraum auf 14 Wochen ausweitet, sodass eine größere Gruppe diese Regelung in Anspruch nehmen kann. Vielen Dank, Herr Jakob. Damit sind wir am Ende der Runde der SPD. Und jetzt kommt als nächstes die Fragerunde der AfD. Da hat sich Herr Schneider gemeldet.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage möchte ich richten an den Einzelsachverständigen, Herrn Dr. Hartung. Das Qualifizierungschancengesetz definiert relativ klar, welche Gruppen davon profitieren und welche nicht. Finden Sie diese Definition angemessen oder was würden Sie sich anders wünschen? Herr Dr. Hartung. Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn wir hier schon mal bei Wünsch dir was sind, es ist natürlich relativ schwierig, genau abzugrenzen bei diesem bisher vorliegenden Gesetzentwurf, wer ist denn davon nun wirklich nicht betroffen? Wir hatten einige der Branchen bereits gehört. Und wer soll davon betroffen sein? Ich sehe also nicht eine Differenzierung bislang, ob es jetzt berufsqualifizierend sein soll, berufsabschlussführend oder einfach nur weiterbildend. Es sind also didaktische Aspekte, die meiner Meinung nach hier noch nicht genügend berücksichtigt sind. Also Lernort wirklich nur Unternehmen oder daraus Lerndauer 4 Wochen mehr oder weniger. Also das halte ich alles für zweifelhaft. Vielen Dank, Herr Dr. Hartung. Herr Schneider. Meine nächste Frage möchte ich richten an Herrn Dr. Kuppe vom IAB. Wir haben ja innerhalb der Bundesanstalt für Arbeit ein Kontrollsystem aus fachkundigen Stellen, aus dem Prüfdienst für Arbeitsmarktdienstleistungen. Halten Sie das jetzt angesichts der Ausdehnung dieser Weiterbildung, die ja weiterhin auch von der Bundesanstalt für Arbeit dann praktisch organisiert wird, halten Sie dieses Kontrollsystem für angemessen oder welche Änderungen und Ergänzungen würden Sie vorschlagen? Herr Dr. Kuppe. Vielen Dank für die Frage. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob die Kontrollsysteme der Bundesagentur für Arbeit die Ausweitung eines Systems in der Art und Weise kontrollieren können, wie sie es bisher machen. Aber wir sind uns, wie wir auch in der Stellungnahme geschrieben haben, noch überhaupt nicht im Klaren darüber, welche Auswirkungen ein solches Gesetz überhaupt haben würde und wie weit tatsächlich eine zusätzliche Inanspruchnahme geschehen würde. Deswegen ist es für uns jetzt nicht abschätzbar. Herr Schneider. Dann möchte ich die Frage direkt weitergeben an die Bundesagentur für Arbeit. Welche Planungen haben Sie, um das System weiterzuentwickeln? Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass die Ergebnisse von Prüfungen relativ intransparent sind. Also ich kann eigentlich nirgendwo schauen, wie oft Prüfungen stattfinden, wie oft Bildungsträger abgemahnt oder Bildungsgänge eingestellt werden. Haben Sie da vor, vielleicht etwas transparenter zu werden oder haben Sie grundsätzlich vor, Ihr System jetzt vor der Ausweitung der Tätigkeiten, der Aufgaben für Sie dort anzupassen? Herr Sieper hat sich gemeldet. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal glaubt die Bundesagentur für Arbeit schon und ich als Verantwortlicher für den Bereich, dass wir für das, was in den Regionen an Qualifizierungsmaßnahmen angeboten wird, eine hinreichende Transparenz über die Leistungsfähigkeit der Träger jeweils haben. Wir haben sehr dezidierte Vergabeverfahren, die man durchlaufen muss, bevor ein Träger überhaupt eine Zulassung bekommt. Also sowohl der Träger muss zertifiziert sein, als also auch der Maßnahmetyp muss zertifiziert sein. Dann gibt es natürlich immer wieder, ich verwende immer den Begriff schwarzes Schaf, da sind wir im Wesentlichen natürlich darauf angewiesen, dass wir darüber auch Kenntnis erlangen. Das kann über die unterschiedlichsten Wege dann letztlich erfolgen. Ein Regelfall ist durchaus, dass sich ein Mensch, der sich bei einem Träger qualifizieren lässt und dort hoch unzufrieden ist, aus nachvollziehbaren Gründen sich dann bei uns meldet. Dann würden wir unsere Prüfgruppe aus der Arbeitsmarktdienstleistung dort natürlich dann entsprechend hin beordern. Wir sehen uns dann sowohl Curricula an, wir sehen uns die Arbeitsverträge an, also welche Qualität haben die Lehrkräfte beispielsweise. Das sind also Punkte, die regelmäßig dann durchleuchtet werden. Die Frage, wenn wir jetzt eine massive Ausweitung tatsächlich durch dieses Qualifizierungschancengesetz bekämen, dann müssten wir natürlich schon darüber nachdenken, ob auch diese Prüfgruppe dann eine bessere personelle Ausstattung bekommt. Da sage ich mal, da sind wir aber offen. Das würde ich schlichtweg dann zunächst mal auf die Zeitschiene geben und schauen, in welchen Regionen das tatsächlich erforderlich ist. Also wir haben ein dezentrales System. Wir sind überall mit unseren Arbeitsagenturen letztlich auch vertreten und mit unseren Fachleuten vor Ort. Ich glaube, dass wir da eine sehr gute Kenntnis haben. Schwierig ist es, Herr Schneider, wenn das Ihre Erwartung gewesen wäre, dass wir das jetzt, ich sage mal, auf Knopfdruck in Nürnberg machen können für eine Region von Flensburg bis Passau, das wird dann sehr schwierig. Aber regional betrachtet, und das ist ja das Entscheidende, die Qualifizierung finden ja vor Ort statt, haben wir die Kenntnisse und auch die Einflussmöglichkeiten. Und im Zweifel eben bei einer Wiederholungsausschreibung durch einen Ausschluss eines Bildungsträgers. Auch das kommt durchaus vor.
Vielen Dank, Herr Siepe. Herr Schneider. Möchte ich meine nächste Frage in diesem Zusammenhang an den Einzelsachverständigen, Herrn Dr. Hartung, wenden. Herr Dr. Hartung, Sie haben jetzt gehört, wie diese Qualitätssicherungsmaßnahmen von verschiedenen Seiten eingeschätzt werden. Können Sie uns mal mitteilen, wie Sie dem vielleicht zustimmen oder auch widersprechen möchten? Herr Dr. Hartung. Was eben von der Bundesanstalt gesagt wurde, das ist natürlich sehr zustimmungsfähig. Das Problem, das sich aus dem Gesetz unter anderem ergibt oder eben leider nicht ergibt, ist, wer wird denn eigentlich alles beauftragt? Es gab da diverse Vorschläge, beispielsweise die Öffnung dieses Gesetzes für Universitäten, Fachhochschulen. Also ich denke gerade, Hochschulen für angewandte Wissenschaft sind nicht böse, wenn sie ihre Drittmittel auf diese Art und Weise aufstocken. Das ist natürlich eine Qualität, Stichwort Weiterbildung durch promovierte oder gehabilitierte Personen, die natürlich nicht im Mindesten mit der vergleichbar ist, die in der Regel durch die Bundesanstalt geleistet wird und geleistet werden kann. Also ich denke, diese Vergleichbarkeit ist einerseits nicht gegeben. Das Zweite ist, natürlich ist es eine Idee, die Weiterbildungsindustrie, egal in welcher Art und Weise man Träger zertifiziert oder auch evaluiert, damit weiter zu stärken. Inwieweit aber eine solche Weiterbildung möglich ist, wenn eben bislang nur Maßnahmen außerhalb des Betriebes, ohne dass der Betrieb vielleicht in irgendeiner Weise Mitspracherecht hat, günstig durchgeführt werden kann, das wage ich zu bezweifeln. Vielen Dank, Herr Schneider. Meine nächste Frage möchte ich richten an den DGB. Sie hatten eben von einem Qualifizierungsplan gesprochen, um, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sicherzustellen, dass nicht nur vielversprechende Kandidaten gefördert werden, sondern die neuen Förderungen tatsächlich dann auch eine breitere Basis finden. Können Sie vielleicht mal genauer erläutern, wie Sie sich den vorstellen und vor allen Dingen, welche gesetzlichen Anpassungen unter Umständen notwendig wären, um tatsächlich auch so einen Plan zu erzwingen? Herr Jakob. Ja, unser Vorschlag ist, dass die Betriebsparteien hier eine stärkere Rolle bekommen. Also das könnte zum Beispiel dadurch erfolgen, dass man eine Förderung dann höher auslegt, wenn zum Beispiel ein mit von Arbeitgebern und Betriebsrat abgestimmter Qualifizierungsplan vorliegt. Dieser Qualifizierungsplan hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass man erstens genau definiert, was wollen wir eigentlich für Weiterbildung machen. Und vor allen Dingen soll der Plan auch sicherstellen, dass alle Gruppen im Betrieb mitgenommen werden. Und es muss sichergestellt sein, dass die Weiterbildung am allgemeinen Arbeitsmarkt verwendbar ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas erfolgt, ist unserer Meinung nach höher, wenn dies zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber im Einzelnen festgelegt ist. Und insofern sollten Anreize gesetzt werden, dass das geschieht, also zum Beispiel eben durch eine höhere Förderung. Das bisherige Wegebauprogramm hat meiner Meinung nach den Nachteil, dass es ein sehr stark arbeitgeberabhängiges Programm ist. Der Arbeitnehmer hat selber wenig Einfluss auf, darauf, ob er eine Weiterbildung machen will oder nicht. Und insofern könnte über so einen Qualifizierungsplan auch die Autonomie der Arbeitnehmer, was die Weiterbildung angeht, erhöht werden. Vielen Dank, Herr Jakob. Herr Schneider. Ich mal ganz schnell. Auch die nächste Frage an Herrn Hartung. Inwiefern meinen Sie, dass das derzeitige gesetzliche Modell die Förderungsmaßnahmen für die richtige Zielgruppe tatsächlich festlegt? Herr Dr. Hartung. Beim Problem Zielgruppe waren wir ja schon. Es ist, denke ich, möglich oder nötig, sich auf ein Modell zurückzubesinnen, das oder mehrere Modelle sich zurückzubesinnen, die das Arbeitsministerium im letzten Jahr mal europaweit verglichen hat. Es waren 5 insgesamt, also das französische, ich glaube das niederländische, das österreichische, die Abfertigung neu. Meiner Meinung nach ist es ganz gut, ein solches Modell zu planen. Das ist, denke ich, übergreifend möglich. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass man hier Weiterbildung, lebenslange Weiterbildung, Abfindung, soziale Sicherung miteinander verknüpft, verbindet. Ein solcher großer Ansatz scheint mir günstiger zu sein als ein solcher kleiner, der jetzt quasi keinen Flickenteppich beendet, den wir jetzt derzeit haben. Vielen Dank. Eine kurze hätten Sie noch? Nö, muss auch nicht, ne? Genau, oder? Ja, wunderbar. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der AfD-Fragerunde. Wir kommen zur Fragerunde der FDP-Fraktion. Da hat sich als erstes gemeldet Herr Vogel. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will mal für meine Fraktion sagen, wir sind der Auffassung, dass eine nationale Weiterbildungsstrategie darüber hinausgehen muss, weit, was die BA tut, aber dass die BA einen Baustein bilden kann. Und vor dem Hintergrund wäre meine erste Frage an das IAB.
Ich könnten Sie noch ein bisschen ausführlicher was sagen zur Empirie, die wir zum bisherigen Wegebauprogramm vorliegen haben, gerade zur Frage, ich finde relativ bemerkenswert, dass sozusagen in Anführungszeichen nur ein Drittel der Beschäftigten, wenn ich mal nicht auf Betriebe, sondern auf Beschäftigten schaue, bisher sozusagen überhaupt an strukturierter Weiterbildung teilnehmen. Wie erklären Sie sich das? Das ist ja vor dem Hintergrund, einerseits wollen wir mehr machen, andererseits Missbrauch verhindern, eine relevante Frage. Vielen Dank, Herr Vogel. Herr Kruppe. Vielen Dank. Schätzung von Wegebau haben wir relativ ausführlich dargestellt. Die Probleme der Ausnutzung von Wegebau hat auch zum Beispiel damit zu tun, dass eben die individuelle Bereitschaft teilzunehmen konfrontiert wird mit der betrieblichen Entscheidung, ob jemand eine Weiterbildung über das Programm Wegebau teilnehmen kann oder nicht. Das heißt, wir haben es mit mehreren Personen zu tun, die an dem Entscheidungsprozess beteiligt sind, darüber hinaus eben auch noch die Bundesagentur für Arbeit, sodass diese Kongruenz, ob das nun alle zustimmen und es dann tatsächlich zu einer Weiterbildung kommt oder ob das nicht kommt, eben nicht so einfach zu erklären ist. Ein Ergebnis ist aber auch aus der Forschung, dass die Beschäftigten, wenn sie das Gefühl hatten, dass die Bundesagentur für Arbeit mit in der Finanzierung drin ist, dass die Bereitschaft, möglicherweise an einer Weiterbildung teilzunehmen, als geringer eingeschätzt wurde von den befragten Personen, weil sie möglicherweise die Bundesagentur für Arbeit heutzutage noch als eine Vertretung für den Fall der Arbeitslosigkeit oder Joblosigkeit und Einkommenslosigkeit sehen und weniger als das, was im Moment ja eigentlich dann verstärkt würde als ein Träger auch der für Weiterbildung das ganze System mit unterstützt. Vielen Dank, Herr Dr. Kruppe. Herr Vogel. Direkt eine Nachfrage dazu. Uns glauben Sie, dieser Gesetzentwurf ist geeignet, da etwas zu verbessern? Herr Dr. Kruppe. Wir vom IRB gehen zumindest davon aus, dass durch die Anreizstrukturen, die jetzt in dem Gesetz vorgesehen sind, es für die Betriebe von stärkerem Interesse sein könnte, solchen Weiterbildungen zuzustimmen oder auch sie selber zu initiieren. Herr Vogel. Nachfrage an IAB und BA. Ganz kurz, inwiefern ist es aus Ihrer Sicht oder haben Sie Erkenntnisse, inwiefern es erheblich ist oder relevant ist, ob eine Weiterbildungsmaßnahme außerhalb oder innerhalb des Betriebes stattfindet? Herr Dr. Kruppe. Aus unserer Sicht ist die Frage eigentlich die wir, sage ich mal, aus Evaluatorensicht nicht wirklich beantworten können. Und das wäre die Höhe der Mitnahmeeffekte. Und um Mitnahmeeffekte auszuschließen, braucht es eigentlich bestimmte Grenzen, an denen man versucht, eben solche Effekte zumindest zu minimieren. Und ein Indiz dafür, dass es für den Betrieb von Bedeutung ist, nehmen wir an, ist eine innerbetriebliche Weiterbildung, wenn die weitergeht an einen externen Weiterbildner, der eher in der Tendenz Rahmenqualifizierungen anbietet, die für den allgemeinen Arbeitsmarkt eben von Bedeutung sind, befürworten wir eben diese Trennung. Danke, Herr Dr. Kruppe. Herr Siepe. Ganz in dem Sinne nur ergänzen und unterstützen, was Herr Kruppe gerade gesagt hat. Die Qualifizierungen aus diesem Gesetzesentwurf sind so angelegt, dass sie außerhalb des Betriebes stattfinden und dass sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt breiter verwendbar sind. Das, glaube ich, minimiert vermeintliche und auch tatsächliche Mitnahmeeffekte sehr deutlich. Vielen Dank, Herr Siepe. Herr Vogel. Das Ziel Vermeidung von Mitnahmeeffekten teilen wir ganz entschieden. Trotzdem würde ich dann die Frage der Einschätzung gerne mal an BDA und vielleicht auch Frau Stienen für den BPM, sprechen Sie ja heute hier auch, wenn ich es richtig verstanden habe, weiterspielen. Ist das heute so? Also BDA hat selber ja eben schon Aspekte genannt, wie man aus ihrer Überzeugung eine Eingrenzung vornehmen könnte. Die will ich nicht nochmal rausarbeiten, weil Sie haben es schon gesagt. Aber ist das eine geeignete Eingrenzung mit Blick auf heutige Formen von Qualifizierung? Vielleicht erst BDA und dann Frau Stienen. Wer macht's? BDA? Herr Dr. Wuttke. Also ich glaube, es ist in der Anhörung deutlich geworden. Alle sagen, es ist ein enormer Bedarf für die Weiterbildung. Wir werden in einem massiven, auch ich sag mal technologischen Wandel kommen. Das heißt, wir werden große Teile der Bevölkerung, wenn nicht alle, teilweise hier von allen gesprochen worden, weiterbilden müssen. Jetzt ist doch die Frage, was machen welche Systeme? Ja, das, was wir bisher völlig vermisst haben, ist, dass man darüber nachdenkt, was denn zum Beispiel über steuerliche Anreize getan wird. Im Moment sprechen wir nur von der Bundesagentur für Arbeit, der Arbeitslosenversicherung, dem beitragsfinanzierten System. Und Herr Kruppe sagte eben so, dass die BA auch so zu einem System für Weiterbildung wird. Das kann man politisch wollen.
Da muss man nur wissen, was das für Konsequenzen hat. Ja? Das ist eben nicht mehr die Bundesagentur für Arbeit, die sich in erster Linie für Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, für praktisch Ungelernte, vielleicht für Ältere, für Berufsrückkehrer etc., Anstoßfinanzierung für KMU, sondern die Bundesagentur für Arbeit, genau das ist unsere Sorge, rutscht zunehmend jetzt rein über die Beitragszahler in eine massive, breite, weil nicht konkretisierte Weiterbildungsförderung, weil wir eben nicht im Gesamtkonzept diskutieren, dass das notwendig ist, dass der Staat solche Dinge unterstützen soll. Ich glaube, daran kann unter uns keine Frage bestehen. Nur wir unterstützen aber auch immer das Wegebauprogramm und die Anschubfinanzierung in KMU ganz nachdrücklich unterstützen, dass man da weit mehr machen kann. Da sind wir völlig auch auf der Seite des Sozialpartners. Ja? Aber was jetzt damit angestoßen wird, das ist unsere Sorge, dass ein großer Einstieg in eine allgemeine Weiterbildungsfinanzierung zur Bewältigung von technologischem Wandel, und das darf nicht Aufgabe der Beitragszahler zur Arbeitslosenversicherung sein. Vielen Dank, Herr Dr. Wuttke. Frau Stienen. Genau, danke. An mich war wohl eher die praxisorientierte Frage gerichtet, gehe ich mal von aus. Also wir halten insgesamt als Personaler nicht ausschließlich etwas davon, dass betriebliche Weiterbildung nur außerhalb des Unternehmens stattfindet, sondern für uns ist es viel wichtiger, dass es da eine Koppelung gibt, dass auch die interne Weiterbildung und Qualifizierung möglich wird, was für uns viel häufiger ein Problem darstellt, wegen der Arbeitszeiten auch, die wir ja immer auch gewährleisten müssen und auch wegen der Freistellung der Leute. Vielen Dank, Frau Stienen. Herr Vogel. Mit Blick auf die Kürze der Zeit würde ich weg von der Weiterbildung zu weiteren Aspekten des Gesetzes kommen wollen. Und Herr Wuttke, Sie haben gerade schon so ordnungspolitische Plädoyers gehalten. Eine Frage zu einem anderen Aspekt des Gesetzes, Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages. Ist aus Sicht der BDA eigentlich überzeugend, einen Teil davon gesetzlich vorzunehmen, einen Teil ins Verordnungsermessen zu stellen? Könnte man nicht die Kopplung an sozusagen das Bestehen einer ausreichenden Rücklage auch mit einem gesetzlichen Automatismus versehen, zum Beispiel wie beim Beitrag zur Rentenversicherung? Hielten Sie das für sinnvoll? Herr Wuttke. Also wir fanden den Weg, den die Bundesregierung jetzt eingeschlagen hat, völlig in Ordnung. Und wir sind auch durchaus dann zufriedengestellt, dass im Gesetzentwurf ja selber darauf hingewiesen wurde, wenn weitere Beitragssatzsenkungspotenziale im Sinne von 0,1 Prozentpunkten entstehen, dass dann weiter von dem Verordnungswege Gebrauch gemacht wird und die Beitragszahler weiter entlastet werden. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass auch eine Krisenreserve bleibt, um die Bundesagentur für Arbeit handlungsfähig zu machen für alles, was kommen könnte. Der Weg, der jetzt gefunden wurde, auch die Beitragszahler deutlich zu entlasten, das finden wir gut und begrüßen wir sehr. Herr Vogel, einen kurzen haben Sie noch. Ja, ganz anderer Aspekt. Im Antrag der Linken wird ja der völlige Verzicht auf Sanktionen gefordert. Das ist ja was, was wir dieser Tage intensiv diskutieren. Was halten eigentlich BA und IAB davon? Verstehe ich Ihre schriftliche Stellungnahme so richtig, dass Sie das ablehnen würden? Herr Siep. Herr Vogel, Sie verstehen das richtig. IAB, Herr Dr. Gruppe. Wir haben das ja dargelegt, dass wir die Forschungsergebnisse dazu ausgewertet haben und zum Ergebnis kommen, dass die Sanktionen, eine Abschaffung der Sanktionen vielleicht nicht die beste Lösung wäre, dass es aber insbesondere für die jugendlichen Sanktionen und auch die Sanktionen, die sich mit dem Zeitverlauf immer weiter verstärken bei wiederholten Verläufen, dass diese abgeschafft werden könnten aus unserer Sicht. Und wenn schon stärker sanktioniert werden sollte, dann bei wiederholten Sachen, dann, dass die Länge der Sanktionen sich verändern sollte und nicht die Höhe. Vielen Dank, Herr Dr. Gruppe. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der FDP-Fraktion und wir kommen zur Fraktion Die Linke. Und da hat sich als erstes gemeldet Frau Zimmermann. Frau Zimmermann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Frau Hofmann vom Paritäter. In diesem Gesetzentwurf ist ja auch die Absenkung des Arbeitslosenbeitrages mit drin enthalten. Wir als Linke plädieren ja dafür eher, da die Reserven der Bundesagentur mehr aufzubauen, gerade für Krisenzeiten, und die Arbeitslosenversicherung zu stärken. Wie schätzen Sie unsere Vorschläge zur Stärkung der Arbeitslosenversicherung ein? Auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund, der Herr Vogel hat es schon angesprochen, die jetzige Debatte, die um Hartz IV läuft und vor allen Dingen auch, wie wir das verhindern können, dass immer mehr Menschen in Hartz IV rutschen. Denn wir haben ja nur noch ein Drittel, die im Arbeitslosengeld I sind und zwei Drittel der arbeitslosen Menschen im Hartz IV-Bereich. Vielen Dank, Frau Zimmermann. Frau Hofmann.
Wir unterstützen diese Stoßrichtung des Antrags zur Stärkung der Arbeitslosenversicherung vollumfänglich. Das ist für uns ganz wichtig. Es kann nicht sein, dass heute das Regelsystem bei Arbeitslosigkeit das Hartz-IV-System ist, das nach unserer Auffassung nicht verlässlich vor Armut schützt und was im Vergleich zur Arbeitslosenversicherung viel zu schlecht ausgestattet ist, um aktive Förderleistungen zu erbringen. Der Deutsche Landkreistag hat vor kurzem analysiert und aufgezeigt, dass die Arbeitslosenversicherung pro Kopf ungefähr 5-mal mehr Eingliederungsmittel bereithält als das Hartz-IV-System. Das sind Ungleichgewichte, die so in dieser Form nicht zu akzeptieren sind. Wir setzen uns dafür ein, dass die Arbeitslosenversicherung das primäre Sicherungssystem wieder bei Arbeitslosigkeit wird. Und dafür gibt es aus unserer Sicht drei hilfreiche Ansatzpunkte. Das eine wäre eine Verlängerung der Rahmenfrist nicht nur auf 30 Monate, wie jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen, sondern auf 36 Monate, damit doch eine nennenswertere Zahl an Personen wieder in der Arbeitslosenversicherung abgesichert wird und nicht nur ein ganz kleiner Personenkreis, wie das jetzt die Folge wäre. Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass die maximalen Bezugszeiten des Arbeitslosengeldes I-Anspruches verlängert werden in Abhängigkeit von den vorherigen Beitragszeiten und dem Lebensalter, sodass im Ergebnis vor allen Dingen langjährig Versicherte und Menschen mit höherem Lebensalter für längere Zeit einen gesicherten Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Und ein dritter notwendiger Ansatzpunkt wäre aus unserer Sicht die Einführung eines Mindestarbeitslosengeldes in der Arbeitslosenversicherung. Damit würden wir die Menschen sichern, die zwar lange Jahre Versicherungsansprüche erworben haben, aber die alleine deswegen zum Beispiel auf ergänzendes SGB II angewiesen sind, weil sie im Niedriglohnsektor viel zu geringe Löhne eingenommen haben, um tatsächlich ein bedarfsdeckendes Arbeitslosengeld bekommen zu können. Vielen Dank, Frau Hofmann. Als nächstes Frau Tatti. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage geht an Frau Hofmann als Vertreterin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Aktuell gibt es Debatten zur Überwindung von Hartz IV. Wie bewerten Sie den Gesetzesentwurf der Bundesregierung vor diesem Hintergrund? Also inwieweit ist er geeignet, auch Menschen aus der Hilfebedürftigkeit zu holen, also unabhängig zu machen von SGB II-Leistungen und ihnen wieder eine echte Perspektive zu bieten? Frau Hofmann. Der Gesetzentwurf ist dafür völlig ungeeignet, denn es ist ein Gesetzentwurf, der auf die Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im technologischen Wandel abzielt. Das ist erstmal gut und richtig. Aber er lässt eben Arbeitslose an der Seite stehen und tut nichts, unternimmt nichts, um arbeitslose Menschen stärker in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen einzubeziehen. Das ist aus unserer Sicht verkehrt, denn auch arbeitslose Menschen sind doch vom technologischen und strukturellen Wandel des Arbeitsmarktes betroffen. Und sie sind sogar in höherem Maße gefährdet, den Anschluss zu verlieren, weil sie im Unterschied zu Arbeitnehmern gar nicht die Chance haben, sich am Arbeitsplatz für die Herausforderungen der Zukunft zu qualifizieren. Und deswegen wäre es wichtig, die Qualifizierung auch für Arbeitslose stärker in den Blick zu nehmen. Und dazu kommt, dass schon heute die Fort- und Weiterbildung für Arbeitslose in beiden Systemen der Arbeitslosenversicherung und bei den Jobcentern viel zu schwach ausgeprägt ist. Die Paritätische Forschungsstelle hat beispielsweise aufgezeigt, dass im September 2017 gerade einmal 3,3% der Arbeitslosen, die von den Jobcentern unterstützt worden sind, mit einer Fortbildung gefördert worden sind. Mit dem Ziel, einen Berufsabschluss zu erwerben, wurden sogar nur 1,5% der arbeitslosen Menschen von den Jobcentern gefördert. Mir kann kein Mensch sagen, dass das Potenzial an Fort- und Weiterbildung hier vollumfänglich ausgeschöpft wird, sondern man muss konstatieren, dass Fort- und Weiterbildung an den Rand gedrängt ist und dass diese Menschen viel zu wenig Chancen bekommen. Und das gilt vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir es im Moment im SGB II mit einer Vermittlungspraxis und einer Förderungspraxis zu tun haben, die viel zu sehr auf schnelle, kurzfristige Vermittlung abzielt, mit der Folge, dass vor allen Dingen Geringqualifizierte zwar heute oft eine Helfertätigkeit finden können, aber die meisten von denen werden in Leiharbeit, in kurzfristige Beschäftigung vermittelt und landen nach kurzer Zeit wieder in Arbeitslosigkeit. Und hier wäre es eine Aufgabe, die Menschen stärker aus dieser Drehtür zu befreien von kurzfristiger Beschäftigung und erneuter Arbeitslosigkeit. Und dafür wäre auch die Fort- und Weiterbildung ein wichtiger Baustein, um den Menschen zu helfen, sich nachhaltig am Arbeitsmarkt
behaupten zu können. Und natürlich Fort- und Weiterbildung mit einem echt unterstützenden, sanktionsfreien Ansatz. Vielen Dank. Nächste Frage kommt von Herrn Birkwald. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Deutschen Gewerkschaftsbund. Und ich frage, wie bewerten Sie den Vorschlag des Bundesrates, Arbeitslosen ein Weiterbildungsgeld zu zahlen? Und in welchen Rechtskreisen sollte dies dann gewährt werden? Vielen Dank, Herr Birkwald. Ja, Herr Jakob. Vielen Dank. Wir halten die Förderung von Arbeitslosen bei Weiterbildung für den entscheidenden Schlüssel, wenn wir tatsächlich weiterkommen wollen, Geringqualifizierte in der Arbeitslosigkeit weiterzubilden. Ich will nur daran erinnern, das habe ich in meiner Stellungnahme auch ausgeführt, wir hatten mal Zeiten, wo wir 90% des Nettolohnes als Unterhaltsgeld bei Weiterbildung gezahlt haben. Heute bekommt man lediglich eine Leistung in Höhe des Arbeitslosengeldes im SGB III, im SGB II nur in Höhe des Hartz-IV-Regelsatzes. Insofern ist hier dringend Nachbesserungsbedarf erforderlich, weil der Hauptgrund für die Nichtteilnahme an einer Weiterbildung die finanziellen Rahmenbedingungen sind. Und wenn wir das verbessern wollen, dass Arbeitslose sich stärker motivieren lassen, an Weiterbildung teilzunehmen, dann muss hier was draufgelegt werden. Der DGB hat vorgeschlagen, dass man 200 € als zusätzliches Unterhaltsgeld zahlt. Vielen Dank. Kurze Frage von Frau Tatti. Auch meine zweite Frage geht an Frau Hofmann. Wo sehen Sie noch Punkte von notwendigem Verbesserungsbedarf im Gesetzesentwurf? Frau Hofmann. Aufgrund der Kürze der Zeit würde ich mich gern konzentrieren auf die Fort- und Weiterbildung in sogenannten Engpassberufen. Es ist sehr positiv zu sehen, erstmal, dass Arbeitnehmer qualifiziert werden sollen mit dem Gesetzentwurf für Engpassberufe. Hier gibt es allerdings Lücken und Fehlstellungen, gerade bei zwei Berufen, die gesellschaftspolitisch hochrelevant sind. Das ist der Altenpflegeberuf zum einen und zum anderen der Erzieherberuf. Hier sind die Zugangsvoraussetzungen im Moment im Gesetz so eng gefasst, dass gerade diese beiden Berufsgruppen ausgeschlossen werden würden von der effektiven Fortbildung. Und das müsste geändert werden. Vielen Dank, Frau Hofmann. Damit sind wir am Ende der Befragungsrunde der Fraktion Die Linke. Und wir kommen zur Befragungsrunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da habe ich als erstes und einziges Herrn Schringmann-Kuhn. Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Thomas Kruppe vom IAB. Der Bundesminister hat im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf davon gesprochen, dass das ein Schritt in Richtung Arbeitsversicherung sei. Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig, um die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung weiterzuentwickeln? Und wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund den vorliegenden Gesetzentwurf? Herr Dr. Kruppe. Vielen Dank. Die Diskussionen um die Arbeitsversicherung sind ja, sage ich mal, sehr weitläufig und sehr in unterschiedlichen Formen und Modellen diskutiert. Grundsätzlich geht es ja aber dabei darum, Sozialversicherung oder möglichst in einer Sozialversicherung organisiert, die zukünftigen Weiterbildungsbedarfe und Ungleichheiten, die es im Bildungs- und Weiterbildungsbereich gibt, vielleicht auszugleichen und zu gucken, wie man ein zukunftsfähiges Modell hinkriegt. Wenn man zurückdenkt an die Kommission Lebenslanges Lernen 2004, seitdem hat sich nicht viel verändert. Immer noch gibt es unklare Strukturen. Man weiß nicht genau, wohin man gehen soll, wenn man sich weiterbilden will. Der Arbeitgeber bezahlt mal was, mal bezahlt er es nicht. Wenn man arbeitslos wird, bezahlt die Bundesagentur vielleicht etwas, aber vielleicht eben auch nur was in einem Engpassberuf, was überhaupt nicht meinen eigenen Intentionen und Bedürfnissen entspricht. Deswegen ist die Idee einer Arbeitsversicherung zu sagen, wir versuchen das System mal weiterzudenken und zu überlegen, mit welchen Lösungen man den Herausforderungen, die auf uns zukommen, so zu lösen, dass sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite als auch eben die Gesellschaft über den Staat mit Finanzmitteln daran beteiligt ist. Vielen Dank, Herr Dr. Krupp. Die Voraussetzungen, die dafür wären eine sozialversicherungspflichtige Abgabe in einem bestimmten Prozentsatz und ein Recht auf Weiterbildung für die Durchsetzung der Personen, die das machen könnten. Das war ein für mich etwas zu langer Gedankenstrich, aber trotzdem vielen Dank, Herr Dr. Kurbel. Herr Strengmann-Kuhn. Ja, vielen Dank. Auch nochmal die nächste Frage an Herrn Kruppe. Der Jakob hat ja eben den Vorschlag eines Weiterbildungsgeldes schon skizziert. Gibt es empirische Hinweise darauf, dass so ein Weiterbildungsgeld sinnvoll wäre? Herr Dr. Kruppe.
Ja, es gibt einen Hinweis darauf. Wir haben Befragungen gemacht von Arbeitslosen, haben die gefragt, immer danach, ob in bestimmten Konstellationen die Weiterbildungsbereitschaft steigen würde, sie eben eher an einer Weiterbildung teilnehmen würden. Und bei einem Weiterbildungsgeld von 100 Euro im Monat konnten wir keinen signifikanten Effekt sehen, dass sich irgendwas verändert hat bei der Frage. Aber wenn man den Menschen gesagt hat, ihr würdet 300 Euro zusätzlich zu eurem Arbeitslosengeld 2 oder Arbeitslosengeld 1 bekommen, wo stieg deutlich die Weiterbildungsbereitschaft. Herr Schrengmann-Kuhn. Nochmal an Herrn Gruppe, aber anderes Thema. Zugang zum Arbeitslosengeld 1. Jetzt in dem Gesetzentwurf wird ja die Rahmenfrist verlängert von 24 Monaten auf 30 Monate. Eine andere Variante wäre, dass man die Anwartschaftszeit verringern könnte nach den Ergebnissen des IAB. Welche Stellschraube wäre denn die effektivere und was gibt es da für Ergebnisse vom IAB? Dr. Gruppe. Also grundsätzlich sind wir nach den Berechnungen, die am IAB durchgeführt worden sind, der Meinung, dass die Verlängerung der Rahmenfrist auf 30 Monate eine überschaubare Veränderung am Arbeitsmarkt erzeugen würde, während eine noch darüber hinausgehende Verlängerung deutlich höhere Veränderungen erzeugen würde, die aus unserer Sicht noch zu überschaubar wäre und wir deswegen dafür plädieren würde, erstmal die jetzt im Gesetz vorgeschlagene Regelung zu nutzen, um dann nach gegebener Zeit eventuell anzupassen. Wie dann? Herr Schrengmann-Kuhn. Vielleicht da nochmal eine Nachfrage. Es gibt ja von den Grünen den Vorschlag, die Anwartschaftszeit auf 4 Monate zu reduzieren. Es war mal in der Diskussion, 10 Monate die Anwartschaftszeit innerhalb von 2 oder 3 Jahren zu machen. Gibt es dazu Berechnung des IAB, was für einen Effekt das ungefähr hätte. Herr Dr. Gruppe. Bin ich tatsächlich im Moment überfragt. Das tut mir sehr leid. Dann stelle ich die Frage jetzt politisch nochmal an Herrn Jakob vom DGB und an den Paritätischen Wohlfahrtsverband, wie Sie denn so eine Reduzierung der Anwartschaftszeit politisch bewerten würden. Herr Jakob. Also derzeit ist es so, dass etwa 25% der Menschen, die neu arbeitslos werden, keine Ansprüche in der Arbeitslosenversicherung erworben haben. Das sind befristet Beschäftigte, Leiharbeiter, aber auch Berufsanfänger. Insofern ist der Schutz der Arbeitslosenversicherung sehr löcherig und wir plädieren sehr stark dafür, den Schutz der Arbeitslosenversicherung zu verbessern, auch vor dem Hintergrund, dass das Ziel sein muss, die Zahl der Hartz-IV-Empfänger zu reduzieren. Also wir müssen gucken, wo können wir gezielt Gruppen aus dem Hartz-IV-System rausholen oder auch sie davor bewahren, dass sie überhaupt erst reinkommen. Und die Stärkung des Schutzes der Arbeitslosenversicherung ist ein sinnvoller Weg. Ich hatte vorhin schon ausgeführt, wir plädieren dafür, dass man die Rahmenfrist wieder auf 36 Monate verlängert. Das ist übrigens eine Zeit, die wir 40 Jahre hatten. Wir haben 40 Jahre 36 Monate Rahmenfrist gehabt. Und es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, warum wir in der derzeitigen Situation das nicht rückgängig machen, was wir in einer finanziell schwierigen Situation eingeführt haben. Ich akzeptiere, wenn wenig Geld da ist, dass dann auch bei sozialen Leistungen geguckt werden muss. Aber man muss dann auch gucken, wenn wieder mehr finanzieller Spielraum zur Verfügung steht, dass man dann auch Einschränkungen wieder rückgängig macht. Insofern ist das ein sinnvoller Vorschlag. Selbst der Bundesarbeitsminister hat ja vorgeschlagen, auch die Anwartschaftszeit auf 10 Monate zu verkürzen. Der Vorschlag der Grünen, das zu staffeln bis zu 4 Monaten runter, würde natürlich den Kreis noch mal deutlich ausweiten. Ich will allerdings darauf hinweisen, dass das mit der derzeitigen Beitragssenkung nicht zu vereinbaren wäre. Dann müsste man in der Tat Prioritäten setzen, was wollen wir, und müsste dann auch bei den Beiträgen anders entscheiden. Vielen Dank, Herr Jakob. Frau Hofmann. Ich möchte nur kurz antworten, dass die Verlängerung der Rahmenfrist sinnvollerweise ergänzt werden sollte um eine Verkürzung der Anwartschaftszeiten, um tatsächlich eine bessere Schutzfunktion für die Arbeitslosenversicherung zu erreichen. Vielen Dank. Herr Schrengmann-Kuhn. Dann stelle ich noch eine kurze Frage an den Herrn Jakob. Die 70-Tage-Regelung soll ja entfristet werden im Gesetzentwurf. Es gibt ja auch einen FDP-Antrag dazu. Was ist die Position des DGB zu dieser Forderung und warum? Ja, wir halten diese Regelung für falsch. Die 70-Tage- bzw. früher mal 50-Tage-Regelung war eine Sonderregelung für in erster Linie für Schüler und Studenten, damit sie in den Ferien arbeiten konnten. Inzwischen hat sie einen völlig anderen Stellenwert bekommen.
Wenn hier der Eindruck entsteht, das sei eine Regelung für Saisonbetriebe, ist das falsch. Ich habe mir die Zahlen von der Minijobzentrale besorgt. Es sind nur 8,7% in der Landwirtschaft tätig und 10% in der Gastronomie. Also 80% der kurzzeitig Beschäftigten sind in anderen Branchen sehr stark auch in der Leiharbeit beschäftigt. Insofern gibt es unserer Meinung nach keinen Grund dafür, diese Regelung zu verlängern. Zumal, ich will noch darauf hinweisen, die Regelung ja auch nicht bedingungslos ist, sondern Bedingung ist, die Arbeit wird nicht berufsmäßig ausgeführt. Wir haben sehr starke Zweifel, dass das bei Arbeitskräften im Ausland zutrifft. Aber es kontrolliert niemand. Die Arbeitgeber geben sich mit einer Selbsterklärung zufrieden, was niemand nachprüft. Insofern sehen wir hier auch erheblichen Missbrauch bei dieser Regelung. Und wir lehnen insbesondere auch Regelungen, die so Schattenarbeitsmärkte etablieren, ab. Insofern halten wir diese Einführung für falsch. Wenn man dennoch dabei bleibt, dann sollte man mindestens, ähnlich wie bei Minijob, auch einen pauschalen Beitrag einführen. Diese derzeitige 70-Tage-Regelung ist ja vollständig beitragsfrei. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Anreiz, auch derartige Beschäftigungsverhältnisse zu etablieren. Okay, vielen Dank, Herr Jakob. Damit sind wir auch am Ende der Befragungsrunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und wir kommen jetzt zur freien Runde. Und da habe ich als erstes Frau Tack von der SPD-Fraktion. Frau Tack, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Frau Hofmann von den Paritäten. Sie hatten ja angesprochen die Engpassberufe und die Notwendigkeit, auch hier weiter qualifizierend einzusteigen. Was müsste denn passieren, damit das in der Zukunft ermöglicht wird? Ich nehme in Bezug auf die konkreten gesetzlichen Regelungen, die jetzt im Raum stehen, bei der Fort- und Weiterbildungsregelung gemäß § 82 Gesetzentwurf wäre es wichtig, eine Weiterqualifizierung einer Altenhilfekraft zur Altenpflegefachkraft auch dann zu ermöglichen, wenn der letzte Berufsabschluss und die letzte öffentliche Förderung nicht schon bereits 4 Jahre oder länger zurückliegen, damit das sinnvolle Ziel erreicht werden kann, dass man durchgängig und sehr schnell auch aus alten Helferinnen Altenpflegefachkräfte machen kann, wie das zum Beispiel auch ein wichtiges Ziel des Pflegepersonalstärkungsgesetzes ist oder der konzertierten Aktion Pflege. Und bei dem Erzieherberuf wäre es sehr wichtig, dass man als Zugangsvoraussetzung nicht die Fachkräfte-Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit nimmt, denn dann würde der Erzieherberuf hier von einem Förderausschluss betroffen, denn der Erzieherberuf ist in dieser Liste nicht als Mangelberuf gelistet, obwohl es ganz augenscheinlich und auch nach den aktuellen politischen Beschlüssen von Bund und Ländern zum Ausbau der Kindertagesbetreuung und zur Qualitätsverbesserung ein Beruf ist, der in ganz, ganz großem Maße vom Fachkräftemangel und enormen Fachkräftebedarfen betroffen ist. Vielen Dank, Frau Hofmann. Für die FDP-Fraktion Herr Kronenberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die BDA und betrifft das Betriebsverfassungsgesetz. Gehen Sie davon aus, dass die vorliegende Änderung geeignet ist, den gewünschten Effekt bei den Luftverkehrsunternehmen zu erzielen, insbesondere unter Berücksichtigung der Frage, ob und wann ein Betrieb vorliegt? Die BDA, Herr Wolf. Das übernehme ich. Vielen Dank für die Frage. Ich halte die Vorschrift, die jetzt in das Betriebsverfassungsgesetz ergänzend eingefügt werden soll, für ungeeignet. Sie geht an den eigentlichen Problemen vorbei. Es betrifft ja auch nicht die ganze Luftfahrt. Natürlich kann ein Luftfahrtunternehmen schon heute ein Betriebsrat gegründet werden. Nur im Luftverkehr kann dieser Betriebsrat nicht so ohne weiteres gegründet werden. Das heißt bei den fliegenden Tätigkeiten. Und wenn man sich da den Vergleich vor Augen führt zu der Seeschifffahrt, wo das Ganze in 3 Paragraphen geregelt ist, nämlich 114 bis 116, ist das hier eine höchst verkürzte Vorschrift. Wenn mir weder die Bundesregierung noch der Gesetzgeber sagen kann, was denn ein Betrieb sein soll, dann gehe ich mal davon aus, dass zumindest in dem Punkt erheblicher Nachbesserungsbedarf besteht. Das hat man 1971, 1972 bei der Einführung der Vorschrift auch gesehen. Und deswegen ausschließlich für den Luftverkehr den Tarifvertragsparteien die Möglichkeit gegeben, zu bestimmen, was ein solcher Betrieb sein sollte. Dabei sollte es bleiben. Wenn man an der Vorschrift etwas ändern wollte, müsste man zumindest sehr viel mehr darüber nachdenken, was eine sinnvolle Regelung sein könnte. Man müsste Anleihen bei der nicht völlig identischen, aber vergleichbaren Situation für die Seeschifffahrt machen. Und das, was hier als Schnellschuss mit heißer Nadel gestrickt ist, das hilft nichts.
Das bringt vor allen Dingen diesem einen Fall, der ja in Rede steht, nichts, denn ein aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hierin arbeitendes Unternehmen kann durch die Schließung der wenigen örtlich gebundenen Tätigkeiten und die Verlagerung der gesamten Luftflotte, sagen wir mal zum Beispiel nach Irland, ganz, ganz schnell diese Neuregelung gegen die Wand fahren lassen. Das trifft nur die deutschen Unternehmen, die hier standortgebunden sind und standortgebunden bleiben wollen. Daher die Vorschrift in ihrer großen Stoßrichtung verfehlt. Nichtsdestotrotz, dass jetzt die Nachwirkung angeordnet wird, ist richtig. Vielen Dank, Herr Wolf. Für die Fraktion Die Linke, Herr Meiser. Ja, meine Frage richtet sich an IG Metall, Herrn Hofmann. Vielleicht nochmal, Sie haben vorhin schon ausgeführt über die Bedeutung der Sozialpartner bei den entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen. Vielleicht können Sie nochmal konkretisieren, an welchen Stellen tatsächlich aus Ihrer Sicht es auch mit Blick auf den Gesetzesentwurf möglicherweise Nachbesserungsbedarf gibt, um die Betriebsräte zu stärken in dem ganzen Prozess, um tatsächlich auch den ganzen Prozess stärker im Interesse noch der Beschäftigten gestalten zu können. Vielen Dank, Herr Meiser. Herr Hofmann. Ich würde da drei Gründe vor allem sehen. Erstens, die Einbeziehung der Sozialpartner und der Betriebsräte gibt die größere Sicherheit, dass Weiterbildung nicht selektiv stattfindet nach dem Matthäus-Prinzip, sondern Chancen für alle eröffnet werden. Dazu braucht es eine Balance in der Frage, wer bekommt Weiterbildungschancen. Zum Zweiten, es bietet die Chance der Einbindung von individuellen Weiterbildungsmaßnahmen in eine strategische Qualifizierungsplanung und Personalentwicklung und damit auch eine Nachhaltigkeit von Weiterbildungsanstrengungen, die durch das Aushandeln von Qualifizierungsplänen nach unserer Erfahrung gegeben ist. Und zum letzten Punkt, ich glaube, es trägt dazu bei, Hürden zu beseitigen. Wir haben ja nicht unbedingt eine hohe Qualifizierungsbereitschaft überall dort, wo gerade Qualifizierung am notwendigsten ist. Das Vertrauen der Belegschaftsvertretung, dass sie hinter einem solchen Programm steht, ist groß. Und unsere Erfahrung zeigt, dass damit auch Hürden beseitigt werden, Qualifizierungshemmnisse abzubauen. Vielen Dank, Herr Hofmann. Für die CDU-CSU-Fraktion Herr Schummer. An Herrn Professor Rixen. Wie verändert sich die tarifrechtliche Situation von Arbeitnehmern, die nach Auslaufen oder Kündigung eines Tarifvertrages bei einem Luftfahrtunternehmen neu angestellt werden? Also es geht um den Paragraphen 117. Zum Zweiten, welche rechtliche Möglichkeiten... Eine Frage nur zulässig. Ja, das war die eine Frage. Okay. Vielen Dank, Herr Schummer. Herr Professor Rixen. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich war ein wenig überrascht, jetzt die Frage zu hören, weil ich glaube, dass diese Punkte durch den 917 nicht geregelt werden. Insofern bleibt es bei der gängigen durch Rechtsprechung und Literatur angenommenen Auffassung. Der 117.2, wir haben es ja schon gehört, befasst sich eigentlich nur mit der Nachwirkung, soll letztlich eine Rundumsicherung für die Frage gewährleisten, dass es überhaupt eine Vertretung gibt. Es darf keine vertretungslose Situation geben. Also diese Fragen tarifrechtlicher Anwendung werden durch den 117 nicht berührt und auch nicht in Frage gestellt. Vielen Dank, Herr Professor Rixen. Für die AfD-Fraktion Herr Schneider. Ja, meine Frage an Herrn Hartung. Unter Berücksichtigung des Qualifizierungschancengesetzes, finden Sie die Interessen von Erwerbslosen angemessen berücksichtigt in dem Bereich Weiterbildung? Herr Dr. Hartung. Ich denke bislang nicht, aber das ist die Frage, die wir schon vor ein paar Minuten hatten. Wer soll denn eigentlich nun beteiligt werden und wen nicht? Ich denke mal, wenn ein Personalrat beteiligt wird, um zu sagen, diese oder jene Bildungsmaßnahme ist wichtig, um vielleicht auch Erwerbslose zu qualifizieren, dann mag das irgendwo richtig sein, aber ob das mit dem übereinstimmt, was das Unternehmen für wichtig hält, um fähiges Personal zu rekrutieren. Das kann identisch sein, muss aber nicht. Also ob Erwerbslose von vornherein qualifiziert werden sollen, überhaupt eine Tätigkeit aufzunehmen oder ob sie nur weitergebildet werden, das ist meiner Meinung nach offen und das müsste besser geregelt werden. Vielen Dank, Herr Dr. Hartung. Für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Müller-Gemmicke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es geht um den Änderungsantrag Tarifeinheit und da möchte ich ganz kurz auch noch mal die Möglichkeit nutzen und hier das Verfahren ganz grundsätzlich zu kritisieren. Der Änderungsantrag kam extrem kurz und zwar ist nicht möglich, Sachverständige da aufzutreiben oder auch Stellungnahmen in Auftrag zu geben. Anscheinend sind manche gefragt worden oder haben diesen Änderungsantrag früher gekriegt, weil es liegen ja Stellungnahmen vor.
Die Seite, die geklagt hat damals, ist nicht eingebunden worden. Also ich möchte noch mal ganz klar sagen, dass wir das heftig kritisieren und dass wir auch finden, dass es dieser Besonderheit, es geht immerhin um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in keiner Weise gerecht wird. Und deshalb bleibt mir jetzt die Möglichkeit, die Frage an Herrn Professor Dr. Rixen zu stellen. Das Tarifeinheitsgesetz ist ja an sich schon sehr umstritten und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zeigt ja auch, dass es an vielen Stellen ja nicht richtig, also unterschiedliche Möglichkeiten des Auslegens gibt. Jetzt gibt es einen Änderungsantrag, wo es schon wieder Kritik gibt. Also es gibt die Kritik, dass es zu wenig konkret ist. Es gibt die Kritik, dass der Blick sich nur auf das Verfahren richtet und nicht auf den Inhalt des Tarifvertrags, und es gibt die Kritik, dass die Beweislast eigentlich, also nicht so wie es hier drin ist, eigentlich bei der Mehrheitsgewerkschaft liegen müsste, weil das so eigentlich auch im Urteil des Bundesverfassungsgerichts drin steht. Meine Frage ist also, bestätigen Sie, dass dieses ganze Gesetz und auch die Änderung, die jetzt vorgenommen wird, dazu führen wird, dass es ein Beschäftigungsprogramm gibt für Rechtsanwälte und Gerichte und dass sozusagen jeder Einzelfall im Endeffekt vor Gericht landen wird? Herr Rixen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja, vielen Dank für die Frage zunächst. Ich sehe es wie Sie, dass das Urteil auch sehen werden muss mit den Minderheits-, sozusagen mit dem Sondervotum der beiden, der Richterin Beer und auch des Richters Paulus. Ich glaube, das gibt ein gesamtes Bild. Andererseits macht dieses Sondervotum aber auch deutlich, was meines Erachtens schon im Entwurf jetzt hier auch zum Ausdruck kommt, dass es wichtig ist, die Situation der Berufsgruppen, die durch die Minderheitsgewerkschaften vertreten werden, besonders im Blick zu nehmen. Und ich glaube, dass ich teile Ihnen nicht Ihre Ansicht, dass zum Beispiel das Verfassungsgerichtsurteil minutiös vorschreiben würde, was man denn jetzt genau tun muss. Ich hatte das eben schon erwähnt. Ich glaube, dass die Übergangsregelung bewusst das gemacht hat, um dann dem Gesetzgeber auch Raum zu geben, eine eigene Entscheidung zu treffen. Und ich glaube auch nicht, dass, ich weiß, dass diese Meinungen vertreten werden, da sind wir vielleicht einfach anderer Ansicht, dass es die Ansicht gibt, hier sei durch das Verfassungsgerichtsurteil die Frage der Beweislast etwa schon geregelt. Ich glaube, dass das nicht so ist, sondern dass das Verfassungsgericht gerade in der Übergangsregelung gesagt hat, plausibel dargelegt wird, ohne genau zu sagen, wer das tut. Das ist schon die Formulierung, die es verwendet. Deshalb meine ich, dass man auch nicht zu viel jetzt in die genauen hineinlesen darf über das, was dem Gesetzgeber aufgegeben ist. Ich glaube, der Entwurf ist eine vertretbare, gut vertretbare Lösung, weil er, wie gesagt, ja vor dem Problem steht, nämlich wie kann vermieden werden, dass auch die Mehrheitsgewerkschaften übermäßig belastet werden. Und ich glaube, dass diese Lösung gefunden wurde, eine verhältnismäßige auch Begrenzung des Eingriffs in die Koalitionsfreiheit der Mehrheitsgewerkschaften. Vielen Dank, Herr Professor Rixen. Damit sind wir am Ende der heutigen Fragerunde und Sachverständigenbefragung angekommen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihr Erscheinen bedanken und wünsche allen einen guten Heimweg. Danke.